So, ihr Lieben, da draußen an den Empfängnisgeräten. Ich freue mich sehr, dass ihr heute Abend dabei seid. Ich habe einen ganz wunderbaren Gast heute Abend dabei. Den einzigartigen, den großartigen, den unübertroffenen deutschen Fantasy-Star-Autor Markus Heitz. Lieber Markus, toll, dass du auf meiner Couch sitzt. Schön, dass du da bist. Bin ich jetzt zu sehen? Jetzt bist du zu sehen und zu hören. Ja. Guten Tag. Ja, hallo. Ja. Hast du eben Empfängnisgeräte gesagt? Empfängnisgeräte, das ist ja so ein, sehr, sehr schön. Ja, gut, das gut. Ist so ein super Witz. Den habe ich ja mir irgendwann mal abgeguckt bei irgendjemandem. Ja. Ich glaube, peinlicher Freund von mir von Facebook hat mir das mal ins Ohr gesetzt. Okay. Dann habe ich das geklaut. Ne? Lieber Markus, bevor wir mit dem Interview loslegen, vielleicht ganz kurz ein paar Worte an euch da draußen, damit ihr wisst, was euch hier erwartet. Das Interview ist kein Tippfehler, sondern beim Interview geht es darum, einen tieferen Einblick in die Personen zu kriegen, in ihr Schaffen, in ihren Werdegang, um zu verstehen, was ist so der innere Antrieb des Spielemachers, des Komponisten oder in dem Fall heute Abend hier des Autors. Wie arbeitet er? Wie entwickelt er seine Ideen? Ja, und wo kommt er eigentlich weg? So, und darum geht's. Und in alter Tradition, lieber Markus, meine erste Frage an dich ist, wer bist du eigentlich? Ja, ich bin schon alt. Ja. Also jetzt sag das doch nicht. Das darfst du doch nicht sagen, alt. Nein, Alter ist ja immer relativ. Zeit ist relativ, so ist auch Alter relativ. Nee, wer bin ich? Ich bin so ein Typ, der Bücher schreibt. Und das wollte er schon immer machen, lustigerweise. Und ich machte das auch noch. Das ist sehr, sehr von Vorteil. Ja, das ist total von Vorteil. Warum ich dir gerade so dazwischen gegangen bin, als ich gesagt habe, sag doch nicht, wie alt du bist. Dass du alt bist, weil du bist einen Tag älter als ich. Genau. Mhm. Einen Tag älter. Mhm. Ja, wir sind ja beide Oktoberkinder, beide Jahrgang 71 und du bist genau einen Tag älter als ich. Genau. Ja. Und deswegen, oh, die Mucke ist zu laut. Warte mal, ich mach die Mucke mal ganz aus, ihr Lieben. Tada. Ja, mach mal die Mucke. Ach, die Mucke, die sollte doch gar nicht mehr laufen. So, jetzt ist sie weg. Und ich habe bei Wikipedia gesehen, dass du aus Humbug kommst. Wo, ne? Hast du eben Humbug gesagt? Ja, aus Humbug. Ne? Humbug, wir kommen natürlich her aus Humbug. Ja. Nein, tatsächlich aus Homburg, das ist ganz richtig. So. Um noch genauer zu sein, Homburg-Saar. Es gibt ja noch das schöne Bad Homburg, irgendwo im Hessischen, wenn ich mich richtig erinnere. Okay. Und dann gibt es auch Hamburg, das aber bis auf den einen Buchstaben sehr, sehr weit entfernt ist, sozusagen. Ja, ja, also, aus dem wunderschönen Saarland. Aus dem Saarland. Einer von 500 Einwohnern des Saarlands. Nee, wir sind mehr als 500. Oskar Lafontaine, du und dann wird's schon dünn. Ja, wobei ich ja nichts dafür kann, dass Oskar Lafontaine Saarländer ist. Ja, aber wir sind clever. Wir sind ja, vor kurzem gab es einen sehr schönen Artikel in der Welt, glaube ich. Und der hat tituliert das geheime Erfolgsrezept der Saarländer. Und die haben festgestellt, dass von uns gibt es nur ungefähr 1 Million, dass wir überproportional in der Bundesregierung aktuell rumwerkeln. Jetzt sind wir halt aufgeflogen. Das war, wir waren so überall heimlich still und leise. Und jetzt, zack, hat man es doch gemerkt. Was ich so total faszinierend finde am Saarland ist, dass ihr, das weiß ich aber auch nur, weil mein Vater selber in der Branche gearbeitet hat, dass ihr ja so krass da drin wart, Stahl herzustellen. Ne? Stahl, die Dillinger Hütte und so, ein ganz großes Thema. Ne? Mehr oder weniger vor meiner Zeit. Also da kann ich mich auch nur dran erinnern. Ja. Aber ja, das Saarland war damals so mehr montan unterwegs. Mhm. Kohle und Stahl, das hat sich ja erübrigt. Was uns geblieben ist, ist sehr viel schöne Natur tatsächlich. Oh, ja. Ganz viel auf dem Weg nach vorne in Sachen Technologie, also mit den Unis sind wir ganz gut aufgestellt. Da versuchen wir, mehr den Schwerpunkt draufzulegen, weil Kohle und Stahl ist ja heutzutage eher schwierig. Ja, also, ich bin in Essen geboren worden und zwar an der Grenze zu Oberhausen. Und in Oberhausen kennen ja viele das Zentro. Ich weiß nicht, ob das dich da jemals hin verschlagen hat. Ich glaube, ich hatte da schon mal eine Lesung da. Ja, wahrscheinlich, ne? Ich meine, wo nicht. Ja, irgendwas. Ja. Und das war früher alles ThyssenKrupp. Das gesamte Gelände war ThyssenKrupp. Und dann steht da immer noch so dieser sehr beeindruckende Gasometer. Und wir an der Grenze zu Oberhausen,
haben in der Straße gewohnt, wo du von meinem Zimmer aus runter auf dieses Stahlgebiet gucken konntest. Und da hat mein Vater gearbeitet. Und dann lag ich ganz oft, wenn es abends dunkel wurde, so wie so ein alter Mann, ja, mit dem Kopfkissen am Fenster und habe runter auf bestimmt 50 Gasfackeln geguckt, die an irgendwelchen Schornsteinen irgendwelche Abgase abgebrannt haben. Und das war so ein faszinierend cooles Bild. Ja, es hat mich total geprägt. Also immer, wenn jemand sagt so, ja, bei uns gibt es auch Stahl oder gab es Stahl, ja, fühle ich mich schon direkt zu Hause, egal, ob es stimmt oder nicht. Aber, ich muss gerade in die Anfangssequenz, war das Blade Runner oder Demolition Man? Einer von den beiden fing so an, dass du irgendwas, ich glaube, es war bei beiden, irgendwas mit Feuer, das rumgeflackert hat, aber nicht so wichtig. Ja, war sehr prägend. Wir hatten ja weniger Stahl tatsächlich. Wir sind ja so die etwas ländliche Abteilung. Ja. Es gibt so einige Zentren im Saarland, die früher ganz viel mit Stahlverarbeitung gemacht haben. Teilweise ist es heute Weltkulturerbe, Völklinger Hütte. Da kann man hingehen und kann das Ganze anschauen. Wird auch benutzt für moderne Kunst, für Events und sonst irgendwas. Ja. Also es wurde, wie sagt man so schön, umgewidmet. Es gibt immer noch ein paar Werke, die unterwegs sind, aber es ist halt verdammt schwer. Ne? Ja, total. Da haben wir bei uns im Pott natürlich auch jede Menge von. Ne? Da haben wir eben den Industriepark Duisburg-Nord. Genau. Der ist super schön. Dann haben wir die Zeche Karl. Ne, Zeche Zollverein und so. Also das ist schon faszinierend, wenn es klappt. Es gibt ja auch viele, die es versucht haben, wo es einfach nicht hingehauen hat. Ja. Jetzt habe ich bei Vicky eine schöne weitere Gemeinsamkeit zwischen uns beiden gesehen. Du warst auch auf einer katholischen Privatschule. Ich auch. Ich war auf dem Don Bosco-Gymnasium und du warst auf dem? Wie heißt das? Wunderbare Johanneum. Die Schule gibt es immer noch, obwohl ich da war. ja, nee, hätte ja sein können, dass... Du hast hart daran gearbeitet, den katholischen Glauben... Ja. Das Lustige daran ist, ich bin ja getaufter Protestant, wenn man so möchte, und sie da, weil jemand gesagt hat, die Katholiken wären so, so hardcore unterwegs. Ich durfte als Protestant auf eine katholische Privatschule. Also ja. Klingt jetzt gefährlicher, als es ist mit katholischer Privatschule. Tatsächlich ist sie in einer katholischen Trägerschaft gewesen. Sie war natürlich eine ganz normale Schule, hatte ein, zwei Sonderregelungen, aber es war jetzt nicht mit Mauern und sonstigen Dingen, wie man sofort, wenn man katholische Privatschule hört, wie bei Blues Brothers, man sieht prügelnde Nonnen und arme Menschen, die lange Treppe runterfallen, also sowas abwendig. Ja, ich habe leider so eigentlich sowas erlebt, leider. Wir hatten tatsächlich prügelnde Padres, natürlich nicht alle, wir hatten auch ganz großartige Padres bei uns am Don Bosco-Gymnasium, aber wir hatten drei Leute, davon ist einer auch nachher verknackt worden wegen Missbrauch. So, ne? Also das war bei uns tatsächlich ein Riesenthema, leider. Ja. Das Thema hatten wir auch, aber das Thema ist aufgearbeitet, wie es so schön heißt. Also ich habe davon aktiv nichts mitgekriegt. Nee, ich auch nicht. Bei mir, das war genau zwei, wie sagte man, Stufen, ne? Zwei Stufen über mir. Also mit den Jungs war ich in der Ferienfreizeit und so, ja. Und aber dieser furchtbare Kelch ist an mir vorübergegangen. Aber das war auch ein Riesenthema bei uns in Essen, so in den 90er Jahren allerdings schon. Mhm. Da haben sie es schon aufgearbeitet. Genau. Eine weitere Sache, die ich sehr spannend finde, wo ich auch denke, sag mal, haben wir uns irgendwie abgestimmt? Du hast auch Germanistik und Geschichte studiert. Ja, weil Naturwissenschaften waren halt, also es ist... wir kommen da so nicht ins Geschäft. Mathematik und Physik und Chemie und so. Nee. Das war alles cool, solange es nichts mit Rechnen zu tun hatte, zumindest Naturwissenschaft. Das war schön. So Mathe war cool, solange es nichts mit Rechnen zu tun hatte. Ja, da schön. Könnte man sagen, Mengelehre mit Punkten herschieben, das ging ja noch irgendwie. Also Naturwissenschaft fand ich cool, bis man halt anfangen musste, den Sauerstoff da wegzunehmen und den da wieder dran zu hängen. Bei Physik war das dann so ähnlich. Mhm. Wir kamen da nicht ins Geschäft. Das Einzige, wo ich aus Versehen einmal richtig gut war in der Oberstufe in Mathe. Also im Saarland kann man Mathematik nicht abwählen. Ich glaube, das ist immer noch so. Da war ich lustigerweise in Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ach. Das war mein großes Glanzergebnis in der Oberstufe. Und danach war ich wieder im Viererbereich. Ja, ich bin auch... Man muss wissen, was man kann, was man nicht kann, sage ich immer. Also Mathe kann ich definitiv nicht. Deswegen bin ich ja auch Kaufmann geworden und leite kleine Firmen. Da braucht man Mathe ja jetzt nicht so. Nee, hat viel mit Glück zu tun, gerade im kaufmännischen Bereich. Viel mit Glück, mit Würfeln, ja. Sag mal, das Johanneum, war das eine Realschule oder war das ein Gymnasium? Wo warst du da? Nee, ein Gymnasium tatsächlich. Hatte da viele schöne Zeiten und auch eine Pfadfinder. Da gab es auch eine Pfadfinderabteilung. Ich war auch Pfadfinder. Das ist doch, das ist ja... Also, wir wurden nach der Geburt wo auch immer getrennt, wahrscheinlich...
Wenn ich jetzt gleich rauskriege, dass ich eigentlich auch die ganze Zeit schon ein sehr erfolgreicher Fantasy-Autor bin, dann haben wir pure Magie hier. Könnte das passiert sein? Dann haben wir pure Magie. Du wüsstest es halt nicht. Puh. Ja, faszinierend. Du warst Pfadfinder. Pfadfinder war super, weil das meine ersten lange Reiseerfahrung war. Also gleich in der 5. Klasse hier schön nach Korsika. Ach, hör auf, so einen geilen Scheiß durftet ihr machen. Ja, ja. Also die Pfadfinder, wie gesagt, war richtig schöne Sache. Ja, wir sind ins wunderschöne Sauerland gefahren zum Campen. Das liegt in der Nähe von Korsika, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ist direkt rechts neben Korsika. Ja. Genau. Ja. Und wie lange warst du Pfadfinder? Von der 5. tatsächlich bis irgendwann in der Oberstufe. Da war ich dann, habe ich dann hochgearbeitet bis Pfadfinderleiter. Mensch. Wir waren dann so auch unterwegs mit Zelt zuerst aufbauen, wir waren im Vortrupp und sowas. Mhm. Das war die Freuden des Outdoor-Campings. Ich dachte ja, du lernst eine schwarze Leitung mit Wasser, die in der Sonne liegt, echt zu schätzen, wenn die Sonne lange nicht drauf geschienen hat, weil du weißt, das ist warmes Wasser und alles andere kommt von dieser Bergquelle da unten. Ja. Das war. Ach, ein Traum, ne? Meine persönlichen Highlights waren, ich musste immer Latrinen bauen. Das war so mein Fable, ja. Ich habe das in einem Pfadfinderlager offensichtlich so gut gemacht, dass ich danach, und dann immer Kalk drüber werfen. Habe ich noch mehr gemacht? Ja, wir haben andere Pfadfinder überfallen. Das war cool. Ja, das war ja praktisch so die Königsdisziplin anderen Leuten, die das Banner klauen. Es wurde ja immer oben das Pfadfinder-Fähnchen gehisst. Ja. Und die Nachtwache war, damit die Nachtwache auch einen Grund hatte, warum sie rumstand, wusste man natürlich, oh, in der Nähe sind andere Pfadfinder oder andere Jugendgruppen, lass es andere Jugendgruppen gewesen sein. Und dann natürlich hinpirschen, gucken und zack. Ja, das haben wir auch gemacht. Und dann wurde es am nächsten Tag ausgelöst bei uns gegen ein Riesenglas Nutella in meiner Erinnerung. Das war so das. Ja. Und natürlich, bei uns auch. Ich muss mir heute noch anhören, dass meine Mutter mir immer wieder sagt, so, ja, und wir haben dich da nachher nicht mehr mitfahren lassen, weil du bist einmal zurückgekommen, da warst du, keine Ahnung, 10 Tage weit weg. Und ich habe mir in den 10 Tagen, meine kompletten Sachen sind verschimmelt. Das war mir allerdings als, wie alt war ich da, 10, 12, 11-Jähriger, irgendwas, nicht klar, dass sowas geht. Also habe ich die verschimmelten Sachen angezogen. Und als meine Mutter das ausgepackt hat und mich ausgepackt hat, war ich voll mit Läusen, Schimmel und allen möglichen anderen dreckigen Sachen. Nee, das, das war ganz schön widerlich. Das ist mir glücklicherweise nie passiert. Mir ist das passiert. Aber ich habe... Du warst auch ziemlich resistent da, ne? Ich meine, das riecht erst egal. Und wir haben dann so coole Sachen gemacht. Ich habe auch sehr gerne Nachtwachen gemacht. Ja. Kennst du das Lied? Sind die Wachen aufgestellt? Liegen wir in unserem Zelt. Nein, wir durften nicht singen als Nachtwache, glaube ich mal, behaupte ich jetzt mal, weiß ich gar nicht mehr, weil da werden die anderen ja ständig wach. Ja, mein Gott. Also, wieso? Wenn ich eine Nachtwache mache, Freunde, schläft sonst keiner. Das ist ja der Sinn einer Nachtwache. Wir sind alle wach. Alle nachtwach. Ja, das ist auch meine Interpretation. Da wundere ich mich jetzt natürlich, dass ich singen durfte. Also offensichtlich habe ich die alle eingeschläfert mit meinem Mund. Oder sie wollten immer wissen, wo du gerade bist. Ja. Das kann auch sein. Das Glöckchen hättest du ja sofort durchschaut, wenn mir so Glöckchen ans Bein gebunden hätte. Genau. Aber du hast gedacht, guck mal, ich bin so gut, ich darf die ganze Nacht singen, wie toll. Ja, damit die immer wussten, wenn ich zur Latrine gehe. Ne? Genau. Um zu kalken. Ist wieder Kalk drauf, war der Reiche wieder da. Ja. Ja, ganz genau. Ach ey, und das war so widerlich, wir mussten ganz komische Sachen essen. Also was unsere Leiter ganz sicher nicht konnten, war kochen. Bah. Nee, wir hatten ein Küchenteam dabei. Nee, das hatten wir nicht. Leider. Ja. Hör mal, ich soll. Ich habe das aufgestellt, offensichtlich. Ich lese hier im Chat so ein bisschen mit. Ich soll dir zum einen Grüße von Christine bestellen. Dann ist die liebe Linda Breitlauch dazu gekommen und hat auch gesagt: Hallo Markus. Die Frau mit der Axt. Also, Linda, wir können uns battlen. Ich habe auch eine. Ja, die Frau mit der Axt. Da war ich ein bisschen neidisch, tatsächlich. Dass sie so eine Axt. Also, das ist so unfassbar, ne? Also, was du alles unterschreibst, wieso unterschreibst du denn so coole Sachen? Ich möchte auch mal was Cooles unterschrieben haben von dir. Schick dir was Cooles und dann schreibst du dir Glas Nutella vielleicht. Oder einen Sack Kalk, je nachdem, was Sack, du Sack Kalk. Ja, das wäre schön. Ja, du. Was weiß ich, was du noch von damals hast? Nee, den habe ich nicht mehr, tatsächlich. Also, ich, Sack Kalk, ey. Wenn ich das mal da anfange. Das wäre eine Neuheit. Hör mal, ich gehe nochmal zurück zu deinen Wikipedia-Einträgen. Ja? Hier steht.
studierte er bis ins Jahr 2000 Germanistik und Geschichte. Hast du, genau wie ich, erfolgreich abgebrochen oder hast du zu Ende? Du hast einen Abschluss. Junge hat auf Lehramt studiert. Oh. Bei dem Lied Junge von den Ärzten feiere ich jedes Mal ab, weil ich das so kenne aus meiner Kindheit oder Jugend. Weil, ja. Ne, und da weiß man, die Eltern sind erst dann so richtig entspannt und beruhigt, wenn der Junge was ordentlich gelernt hat. Also bei mir war es nicht die Autowerkstatt, so realistisch waren meine Eltern. Ja. Aber als ich dann beim ersten Mal verkündet habe, ich werde Lehrer, ja, waren die alle sehr happy. Ich habe nach 3 Semestern die Zwischenprüfung gemacht und war richtig volle Kanne dabei. Oh, okay. Dann ist mir aber der Zweifel dran gekommen, ob ich bis zum Schluss ein guter Lehrer sein kann, mhm, oder ob ich so ab Mitte 50 anfange zu sagen, das Tafelbild der Französischen Revolution kann ich so lassen, bis ich aussteige. Mhm. Da war ich mir nicht ganz sicher, ob ich zu den Guten oder zu den Schlechten gehöre. Und da habe ich gedacht, bevor ich ein schlechter Lehrer werde, werde ich lieber keiner. Ja. Habe dann gewechselt auf Magister, weil wenn ich schon hier rumsitze, kann ich jetzt auch mit was Vernünftigem abgehen, und habe einen Magister gemacht, weil ich halt später nicht sagen wollte, ich habe so rumstudiert und es war schön. Ja. Also ich habe auch so rumstudiert, es war schön, aber ich habe dann wenigstens mein Magister. Okay. Hattest du dann, als du auf Magister gewechselt hast, auch einen klaren Berufswunsch? Also ich meine, die Fächer sind... Es ging bei mir los. Also ich habe ja vorhin schon angedeutet, Naturwissenschaft war nicht die allerbeste Freunde. Mhm. Das heißt, ich wusste gleich, mit 14 ging das los mit Geschichten erzählen. Ich wusste, Geschichten erzählen ist cooler Kram. Mhm. Das war ab 14 im Grunde mein erster Plan, Autor zu werden. Dann kam die Zwischenepisode sei vernünftig, mach was Gescheites, lern was Krisenfestes, was ja Lehrer im Grunde wäre. Mhm. Dann kam der Knacks mit diesem, aber könnte ich bis zum Ende ein guter Lehrer sein? Mhm. Und habe dann den Journalismus für mich entdeckt und habe dann nach dem Studium auch beruflich als Journalist gearbeitet, also freier Mitarbeiter hier im Saarland. Bei der Saarbrückner Zeitung. Saarbrücker. Das heißt, Saarbrücken. Ja, das sind so. Du hast recht. Du hast völlig recht. Ja, nee, Saarbrücker Zeitung. Die Einheimischen halt immer kennen, ne? Ja. Das ist so, wäre sinnvoll, Saarbrückener Zeitung zu sagen. Die gibt es wahrscheinlich auch und das hat dann irgendein Typ aus Bayern oder so hat die gegründet. Bei uns. Genau. Ne? Wusste nicht, was er da tut und ist damit grandios pleite gegangen. Das hat man davon. Ja. Und das Schreiben hat mich aber bis dahin verfolgt und ich habe beim Studium auch immer gemerkt, als Rollenspiel-Nerd, das macht super viel Spaß, die erlebten Abenteuer der Heldengruppe so noch aufzuschreiben und aufzuschmücken. Ja. Und im Endeffekt kam ich dann ums Schreiben doch nicht drum. Ja. Ja, ich bin total froh, dass das der Werdegang geworden ist. Ich habe eben mich verlesen, stand das hier noch. Anschließend arbeitete er als Protestant. Ja. Ja, stand hier eben noch. Jetzt habe ich die Seite nochmal neu geladen. Jetzt steht hier, anschließend arbeitete der Protestant. Jawohl. Ja. Als Warum Protestant. Auch immer so betont wird, aber ich finde das sehr spannend. Ja, ist den Leuten hier wichtig. Wahrscheinlich wegen der katholischen Privatschule. Man möchte gerne auf dieses Ding sie hinweisen. Ich habe mich inzwischen mehr so in die Abteilung Agnostiker rübergeschlagen, weil ich es für mich am entspannendsten finde. Mhm. Man weiß nicht, ob es ihn gibt, aber ich. Lass uns mal überraschen, ne? Egal, und sollte eines Tages vor mir stehen, ähnlich wie bei Vampiren und Werwölfen. Ja. Und muss anerkennen, dass es sie gibt. Sie stehen vor mir und sie beißen mich oder sonst irgendwas. Ja. Sagen Respekt. 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 Hättet euch ja mal ein bisschen früher zeigen können, ne? Ja, eben. Ja. Schau mal, jetzt sehe ich hier, 2003 hast du deinen ersten Roman geschrieben, Die dunkle Zeit, Schatten über Uldart. Nein, also eigentlich ist er erschienen im Jahr 2002. Ah, okay. Geschrieben habe ich den schon im Jahr 1999 aufs Jahr 2000. Ach nee, sorry, ich erzähle, glaube ich, Unsinn, weil hier steht, erhielt er für seinen ersten Roman. Was war der deutsche Fantastikpreis? Deutschen Fantastikpreis, ganz genau. In der Kategorie Bestes Romandebüt national. Sie? Hat dich das überrascht? Oder hast du gedacht, boah, ich habe da echt einen Knaller abgeliefert? Das Ding ist richtig, richtig gut und tolle Verkaufszahlen. Im ersten Moment denkt das jeder Kreativer, wenn er was abgeliefert hat, dass das jetzt in erster Linie mal richtig gut ist. Mhm. Weil sonst wird man es ja nicht abliefern. Hätte ich jetzt gesagt. Ja, ich weiß es nicht. Es gibt ja sehr viele, die unglaublich kritisch mit sich selbst sind. Ne? Und erstmal so sagen. Das kann durchaus schon sein. Aber im Endeffekt gehe ich ja davon aus, wie ich es abgeliefert habe, jetzt ja Sinn ergibt und mir Spaß gemacht hat, zumindest beim Schreiben. Ja. Was für mich das Hauptkriterium ist. Ja, gut. Und das andere ist halt auch ein Stück Glück, dass man von genug Leuten entdeckt wird, die das ähnlich sehen wie ich, dass es ihnen Spaß macht, zumindest beim Lesen.
Ja. Geschrieben habe ich im Jahr 1999 aufs Jahr 2000. Mhm. Einfach nur just for fun, nachdem ich ganz viele Kurzgeschichten geschrieben hatte. Mhm. Da habe ich mich hingesetzt und gesagt, jetzt gucken wir, ob das mit dem Roman auch funktioniert. Mhm. Und habe den nur so vor mich hingeschrieben und Spaß dabei, wie immer. Mhm. Habe den eingeschickt auf Anraten meiner Freunde, die wahrscheinlich keinen Bock mehr hatten, ständig meine Geschichten zu lesen. Haben gesagt, boah, lass es den Typ mal einschicken. Ja, ja. Dann kriegt er vom Verlag gesagt, du, mach was anderes, vielleicht genau. Mathematik studieren. Wer Lehrer? Ja, wer Lehrer? Ja. Die war ja doch nicht so verkehrt. Ach so, ja. Mhm. Aber damals hatten es dann Verlage irgendwie spannend gefunden und dann ging das so langsam los. Wobei man muss sagen, Ultra war ganz nett, was die Verkäufe angeht, aber davon leben hätte ich niemals können. Deshalb war ich ja parallel, also hauptberuflich Journalist. Und in Deutschland ist es so, wenn die Zahlen sich nicht gravierend geändert haben, 95% unserer Autorinnen und Autoren in Deutschland, egal welche Gattung, welches Genre, haben einen Brotjob, wie ich früher auch, Journalist, der mir die Kohle einbringt, und schreiben nebenbei, und das, was das einbringt, reicht dann für den Urlaub, für eine Anzahlung, fürs Auto, was auch immer. Ja. Ich hatte halt Glück später, aber am Anfang war ich einer von denen. Du bist aber direkt bei einem sehr großen Verlag untergekommen, ne? Das ist der Pieper Verlag. Angefangen hat bei Heine. Ach so, hier steht bei Wiki, bei den ganzen Ultra-Büchern Pieper. Ja, deshalb sage ich mal, Achtung, Vorsicht bei Wiki. Also okay. Ich glaube, irgendwo steht sogar ein Vermerk. Also angefangen. Ah, warte, die Erstausgabe vom Heine Verlag da unten. Ich sag noch, wird nicht mehr gedruckt. Sie umspannte nur 5 Bände, da die beiden letzten Romane in einem Buch zusammengefasst und stark gekürzt herausgegeben wurden. Und da sieht man nämlich, das ist das Los von Fantasy-Serien, die ganz nett laufen, aber nicht so, dass der ein Verlag sagt, machen wir ihm dem Autor eben zuliebe. Mhm. Ich musste also damals, der Verlag hat 6 Romane damals bestellt, dann liefen die halbwegs okay, aber nicht so, dass es Champagnerkorken überall knallten, bei mir auch nicht. Und dann hat er gesagt, hieß es damals, also entweder wir kürzen Band 5 und 6 in einen oder wir stellen die Serie ein. Mhm. Und dann habe ich hingesetzt, habe 400 Seiten, 400 Seiten, ausgekürzt, damit die Serie zumindest noch zu Ende geführt werden kann. Ach, das, 400 Seiten? Aber die wurden später in der zweiten Ausgabe, die dann bei Pieper erschienen, vollständig dann gezeigt. Das ist, ich hatte da auch noch Glück, so komisch wie es klingt, ich hatte da auch noch Glück, dass bei allem Elend Heine damals das Ding noch zu Ende geführt hat. Mhm. Weil man kennt das vielleicht von einer oder anderen englischen Serien oder amerikanischen, die nach Band 3 oder 2 eingestellt werden, weil sie die Käufe nicht gebracht haben. Aus Leserinnen und Lesersicht natürlich total scheiße. Ja. Aus Sicht eines Verlages als Wirtschaftsunternehmen muss man sagen, so leid, wie es dem Verlag auch tut, aber Kohle verbrennen macht halt keiner wirklich gern. Mhm. Deshalb, ich hatte noch Glück im Unglück. Jetzt muss ich mal gerade hier neugierig weiter runterscrollen. Ne? Wenn du, Pieper. Oh, da kommt aber der, das sind Kurzgeschichten, die du dann. Ich überlege gerade, ob das ein Text eines Kinderliedes war. Pieper. Nein, mach einen Bass hinten dran, irgend so ein Rave-Sound, dann läuft's. Später. Aber du bist dann auch nicht mehr, das sehe ich gerade, zum Heine Verlag zurückgekehrt, wenn ich das jetzt nicht völlig... Dann müsstest du noch weiter nach unten scrollen. Da steht irgendwann Collector 1 und 2, also Science Fiction, beziehungsweise die Space Fiction, wie ich sie gerne nenne. Ja. Die erschienen wieder beim Heine Verlag. Ich hatte am Anfang Genres aufgeteilt. Mhm. Heine hatte und hat immer noch das eigentlich ein sehr großes Standing für Space Fiction, beziehungsweise Science Fiction, weil die schon immer Science Fiction gemacht haben und immer was geliefert haben. Ja. Bei Pieper erschien dann die ganze Fantasy, die Fantastik. Und bei Knauer dann mehr die Abteilung Mystery, Horror und Thriller. Also ich habe das ursprünglich schön aufgeteilt. Alles klar. Wir gehen da gleich mal so ein Stück weit durch. Ne? Uldart fand ich total großartig. Hattest du, als du angefangen hast damit, wusstest du schon genau, wo du innerhalb der 6 Bände landen wirst? Oder entwickelt sich das... Und du nimmst auch das Feedback der Leser mit rein und dann ist das gab es ja damals in der Art und Weise gar nicht, ganz am Anfang. Ja, Leserbriefe. Entstanden ist Uldart eigentlich als Rollenspielwelt. Mhm. Rollenspiel-Nerd, da ist es wieder. Die guten Pen-and-Paper-Leute, da wir ja das gleiche Alter sind, plus minus ein Tag. Ja, natürlich. Weißt ja, von was ich rede und wahrscheinlich sehr viele Zuhörer wissen auch, was ich zumindest meine. Mhm.
hat das Basteln von Welten immer unglaublich viel Spaß gemacht. Hm. Und Ulda entstand zuerst als Rollenspielwelt und da habe ich gedacht, naja, wenn ich die Welt jetzt habe, dann kann ich eigentlich auch Romane bauen. Ja. Da habe ich gedacht, ein Roman ist ja blöd. Ich erzähle die Geschichte von so einem Versagerprinz, der sich dann entsprechend entwickelt und dann alles dann irgendwann wieder zu Ende ist, über viele Jahre hinweg. Also nur, wir werden alle sterben, Krieg, wir haben die Bösen besiegt, sondern wirklich so eine ganz große Geschichte erzählen, als Saga, wenn man so möchte. Hm. Das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Ich wusste auch, dass es mehr Bände werden, dass es 6 Bände werden. Ja. Wie gehst du an das Entwickeln solcher Geschichten ran? Du quillst ja über vor Ideen. Du ballerst jedes Jahr mindestens, würde ich sagen, 2 Bücher raus. Ne? Und ich habe tatsächlich kein einziges, das sage ich jetzt nicht hier, um dir Honig um den Bart zu schmieren, aber ich habe kein Buch von dir gelesen, wo ich so gedacht habe, oh nö. So, ich fand die alle gut. Ich habe schon sehr viel Glück gehabt, das freut mich dann sehr. Ja, ich hatte immer das Gefühl, ich habe die geschrieben. Weißt du? Ja. Du, vielleicht bin ich jetzt auch nur eine Ausgeburt eines wunderbaren Programmierers. Du warst so schizophren, dass du alles genau getimt hast heute Abend. Ich rufe da morgen mal an beim Pieper. Ja. Und sag mal Entschuldigung. Was ist denn da schiefgelaufen eigentlich? Das ist Entschuldigung. Ja. Ja. Nein, ich tatsächlich hat es mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht, die Bücher zu lesen. Und ich habe tatsächlich verblüffend viel von dir gelesen, sehe ich hier gerade. Aber wie gehst du an das Entwickeln solcher Geschichten? Sitzt du irgendwo, hast einen Gedankenblitz oder hast du was geguckt, gehört, gelesen, was dich inspiriert, weil du so sagst, ach Mensch, so wie Autor XY oder Film XY, da fällt mir was ein, da könnte ich mal eine Geschichte zu machen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Von irgendwoher kommt irgend immer eine Idee. Das weiß ich nicht genau, wo die herkommt. Ich eruiere das auch nicht großartig, solange es funktioniert, finde ich da super. Mhm. Das Geschichtsstudium war da eine große Hilfe, muss ich sagen. Das hat mir auch immer mehr Spaß gemacht als Germanistik, so viel Spaß, wie es Germanistik auch gemacht hat. Aber Geschichte fand ich immer einen Tick spannender, weil du da nur rumkramen konntest in alten Quellen. Du hast irgendwo einen Stoff ausgegraben. Mhm. Denn der Trick am Geschichtenerzählen ist, wenn man genau hinguckt, es war schon mal irgendwie alles da. Ja. Das ist kein Problem. Man muss nur akzeptieren, dass es so ist. Und sich dann auf die Suche nach solchen Stoffen machen, die noch nicht erzählt wurden. Mhm. Der Roman oder der Aufbau eines Romans wiederum wird sehr oft ähnlich sein. Entweder das die Heldenreise oder das die klassische Dreiaktstruktur, wenn wir jetzt nur vom Systematischen ausgehen. Aber oftmals ist es reiner Zufall, wie ich auf Dinge komme. Beispiel das Teufels Gebetbuch. Mhm. Ich sitze hier und spiele Karten mit Leuten, verliere mal wieder, ärgere mich tierisch drüber bei Mau Mau und gucke dir die Karte an und denke, wo kommst du Dreckstück eigentlich her? Warum habe ich jetzt wegen dir verloren? Überlegt, wo kommt das Kartenspiel eigentlich her? Weil ich mir vorher nie Gedanken darüber gemacht habe, wer hat das Kartenspiel erfunden. Ja. Und dann habe ich so in die Runde geguckt und habe gesagt, wer weiß denn von euch hier, wo das Kartenspiel herkommt? Stille. Mhm. Dann dachte ich mir, okay, hier haben wir was. Dann habe ich eine erste Recherche gemacht, ob es vielleicht irgendwelche Romane über Kartenspiele gibt, weil das liegt ja auf der Hand. Mhm. Es ist ein Ding, das auf der ganzen Welt vorkommt. James Bond spielt Karten, du hast den Joker bei Batman, also die Figuren aus einem Kartenspiel oder hier die Königin Alice im Wunderland und sowas. Also das Kartenspiel ist ja in der Popkultur und in der Literatur verankert, aber noch nicht als eigenständiger Roman, bisher zumindest, dachte ich. Und dann habe ich mich draufgestürzt, in die Recherche rausfinden, wo kommt das Kartenspiel her, was lauert da noch als Anlage, was kann ich noch alles draus machen, habe dann ein eigenes Kartenspiel erfunden, habe einen Roman dazu gebaut, der in der Gegenwart und in der Vergangenheit spielt. Und so kam das Ganze, das Teufelsgebetbuch, zustande, weil ich mir die Frage gestellt habe, wo kommt das Kartenspiel eigentlich her? Ja. Und sowas meine ich mit einfach mal nachfragen, gucken, aufmerksam sein, was so passiert. Du hast gerade in so einem Nebensatz rausgerotzt, ja, dann habe ich so ein Kartenspiel erfunden. Was hast du denn da für ein Kartenspiel erfunden? Superieur, das ist relativ einfach. Ja. Geht darum, dass man die höchste Karte haben sollte und habe aber, um den Reiz zu erhöhen, das ist eine Mischung aus Poker und wer hat die höchste Karte, es sind noch sogenannte Todeskarten drin, weil mich auch interessiert hat, Motorhead hat schon gesungen, die Ace of Spades, also das Pik Ass als Todeskarte, auch das habe ich mich gefragt. Wer hat eigentlich angefangen damit, das Pik Ass als Todeskarte zu bezeichnen? Also wo kommt das denn her? Mhm. Also ist das Pik Ass bei Superieur die Todeskarte, das heißt,
Wer das zieht, hat nicht etwa einen Ass und damit eine sehr hohe Karte, sondern der scheidet aus. Mhm. Haben eine super schöne Tour gemacht damals, PR-Sache. Ich bin durch die Gegend gezogen, habe eine Lesung gemacht, an dem Abend auch Superieur gespielt. Mhm. Und mit diesen Gewinnern des Abends gab es dann eine Finalrunde in Baden-Baden im Casino, wo wir dann Superieur gespielt haben. Ach, wie geil. Das war mal richtig geiler Scheiß, muss man ja einfach so sagen. Ja. Haben auch einen Award abgestaubt, ich gucke gerade hoch, ja, für das so ein bisschen Guerilla-Marketing. Mhm. Das hat so viel Spaß gemacht. Alle sitzen da im Anzug in Baden-Baden, du kommst ja selber ein bisschen vor wie James Bond. Ich war dann der Croupier, wenn man so möchte, der Dealer. Das war echt cool. Das ist auch noch gar nicht so lange her, ne? Sehe ich gerade. 2017. Das habe ich nicht gelesen übrigens. Das Teufelsgebetbuch. Ja. Okay. Und in diesem Roman vermischt Markus Heitz das Thema Spielkarten mit übernatürlichen Elementen und historischen Verweisen. Mit dem Spiel zum Buch von Pegasus Spiele kann das Kartenspiel Superieur, das von Markus Heitz entwickelt wurde, nachgespielt werden. Ja, so genau wollte ich es gar nicht sagen, ist ja keine Verkaufsveranstaltung. Nee, aber du, ich finde das immer super, wenn man tatsächlich sinnvoll auch sagen kann, wo man die Sachen herkriegt, finde ich, darf man das ruhig machen. Das ist ja hier nicht, ich halte ja nicht aber so zwischendurch immer eine Red Bull-Dose rein und trinke. Oder andere Erfrischungsgetränke. Andere Erfrischungsgetränke, die alle gleichermaßen toll sind und gut schmecken. Außer RB gibt es noch folgende. Ich trinke immer diese 11 Erfrischungsgetränke. Der Trick an diesen am Erzählen und rausfinden, was es spannend macht, ist, glaube ich, aufmerksam sein, wach zu bleiben für Themen, weil es hat sich vorher keiner bei mir im Freundeskreis die Frage gestellt, wo kommt das Kartenspiel eigentlich her? Mhm. Ähnlich ging es damals bei den Vampiren, weil ich mich gefragt habe, schon während des Studiums, wo kommt eigentlich unser Vampirglaube her? Mhm. Also volkskundlich. Wo war der Ansatz? Warum hat Europa am Anfang nichts über Vampire gewusst, sondern hatten wir unsere Hexen und Werwölfe? Wann tauchten die bei uns auf? Und das war auch super spannend, rauszufinden, welche historischen Belege es für Auftauchen von Vampire gibt. An der Stelle muss ich das machen, wie in meinen Lesungen, Vorsicht nur, weil ich Grufti bin, Silberringe trage. Ja. Ich glaube weder an Vampire noch an Werwölfe, da bin ich auch Agnostiker. Sollen sie eines Tages vor mir stehen, wie gesagt, akzeptiere ich das. Aber die Leute damals glaubten natürlich dran. Ja. Deswegen gibt es historische Quellen dazu, weil die Leute gedacht haben, ne, ui, ist ein Vampir. Und deshalb kann man das rückwirkend nachvollziehen, wo das zum ersten Mal war. Und das finde ich halt super spannend. Ich habe letzte Tage, das wird jetzt ein bisschen ekelig, liebe Leute da draußen, wenn ihr ein wenig Ekel nicht ertragen könnt, dann steckt euch jetzt bitte die Finger in die Ohren und summt. Also dieser Kanal ist nur für Erwachsene und alle 17-Jährigen verlassen jetzt bitte fluchtartig meinen Channel. Ich habe tatsächlich aus irgendeinem Grund nachgelesen, wo du das... Du brauchst so eine FFK-Warnung unten. Du könntest so auf Knopfdruck... Ja. Also, ja, ich habe immer so ein bisschen Sorge, wenn ich hier eine Taste drücke, dass mein Stream dann anhält. Das ist ja, ist ja ganz mysteriös. Man kann hier so Tastenkombinationen einstellen und das mache ich lieber nicht. Nachgelesen, wo das Pfählen herkommt. Und unter anderem hat der Graf Dracul, ne, da kannst du wahrscheinlich tausendmal mehr zu sagen. Klar, ja, 15. Jahrhundert. Ja, das historische Graf Dracula-Vorbild hat halt die gefangenen Osmanen gefehlt. Und ich habe tatsächlich immer gedacht, und in dem Zusammenhang beim Fehlen, da stand dann eben auch, ne, dass man sehr viele Leichen gefehlt hat, ja, um zu verhindern, dass die als Wiederkehrer zurückkommen. Nee, und, nein. Ja, warte, du darfst mich gleich aufklären. Und damit war das Thema für mich im Prinzip durch. Ach, jetzt weiß ich auch wieder. Ich habe nachgelesen etwas über Iwan den Schrecklichen, den russischen Zaren, dessen Bild letzte Tage von so einem Bekloppten mit einem Stuhl beinahe zerstört wurde, da in einem Museum. So, und das hat mich interessiert, warum der eigentlich Iwan der Schreckliche heißt. Der hat nämlich mal an einem Tag 200 Leute auf dem Roten Platz jeden mit einer unterschiedlichen Foltermethode töten lassen. Das sind angeblich alles Verräter gewesen. Unter anderem hat er die gepfählt. Und beim Pfählen, habe ich immer gedacht, da nimmt man natürlich hier so einen Pfahl, möglichst spitz, und rups, ab in den Popo. Weit gefehlt. Gefehlt. Ja, der ist abgerundet. Ja. Das ist ja total widerlich. Der ist abgerundet. Das ist der Vorteil des Historikers. Du lernst
ich bin da klar im Vorteil, was das angeht. Oh, und dann haben sie die Leute so, und jetzt wird es wirklich widerlich, haben sie die Leute da drauf gesetzt, ne, die Hände und Beine irgendwie festgebunden, dann sind die so ganz langsam runtergerutscht und weil das Ding abgerundet war, hat es die Organe nicht zerstochen. Das heißt, die sind nicht direkt erstochen worden, sondern das Ding ist durch den ganzen Körper durch und meistens hier oben an der Schulter oder durch den Hals oder durch den Mund oder so wieder rausgekommen. Und dann hat man die, wenn die noch lebten, hat man den Pfahl abgenommen und über ein Feuer gehängt. So was Widerliches. Ja, du, der Mensch also, ist ja prinzipiell bei allen Sachen einfallsreich, ob gut ja. oder schlecht. Ach, Ivan, und, echt. Die größten Investitionen sind immer in Waffentechnologie und Medizin. Ja. Wenn man so möchte, hat sich hier beides miteinander verbunden. Ja, ja, also wie weit schön. Mich damit verbunden, ja. Aber das ist ja tatsächlich auch ganz zur kurz. Zur Ehrenrettung von unserem Vlad eigentlich, der, ja. der Fehler genannt wurde, das ja, ist so. Aber Vorsicht, original Vlad, also aus dem 15. Jahrhundert, der hatte nie was mit Vampiren zu tun. Das war Bram Stoker. Aber die Originalquellen, den habe ich natürlich auch gecheckt, die nannten den damals mit allen Schimpfworten, die es so gab. Berserker, Wüterich, Fehler, Schlechter und so weiter und so fort. Aber er kam nie mit dem Vampirismus in Verbindung. Das war, wie gesagt, erst Bram Stoker. Okay, okay. Ja. Habe ich gleich auch noch eine Frage zu, aber du bist ja auch bekannt dafür, dass du durchaus zu drastischer Gewaltdarstellung in deinen Büchern neigst. Wo kommt das her? Also ich sag mal, wenn es eine Altersfreigabe für Bücher gäbe, wärst du wahrscheinlich in der Erwachsenenkategorie. Ja, ich sag mal 16. Ja, 16 mit zwei Pluszeichen daneben. Na. Es wäre dann halt anders geschnitten im Film. Ja, genau. Ja. Also was die Äxte der Zwerge so mit den Körpern der Gegner machen, ist schon beeindruckend. Und ja, wo kommt das her? Ja, ich bin kein Freund der Verniedlichung in dem Fall. Mhm. Das kann man ruhig darstellen. Das ja, ich ja lese auch, es ja also gerne. Also es noch länger darstellen, aber das ist ja dann auch wieder sinnlos. Aber ich finde schon, ähnlich wie beim Film, ich versuche beim Leser einen Film zu erzeugen. Ja. Dazu gehört eben alles. Ob das jetzt ein Pfeilflug ist, den ich beschreibe, der irgendwo einschlägt, auch solche Dinger kennt man aus dem Film, oder ein Nahkampf. Ich finde es immer gut, wenn das so genau wie möglich, aber nicht zu doch ja schon auch genau beschrieben ist. Ja, ne? ja, schon. Ich tatsächlich auch. Interessanterweise kann ich das in einem Buch tausendmal besser aushalten als in einem Film. Also es gibt Szenen in Filmen, die eigentlich auch gar nicht so wirklich widerlich schlimm sind. Wenn sie richtig widerlich schlimm sind, dann sind sie schon fast so übertrieben, dass ich denke, naja, komm, pff, ist ja egal. Deshalb bin ich kein großer ist falsch, überhaupt gar kein Fan von diesen Slasher irgendwas Horrorfilmen. Ja, Splatter, ne? Splatter, genau. Slasher waren die anderen, das waren die auf und die Splatter waren die genau. Wo nach Litern gerechnet wird. Ja. Also mindestens pro Person 50 Liter Blut, ganz egal. Bei 300 hat es wenigstens cool ausgesehen, bei den anderen denkst du halt, naja. Den Schock praktisch über größtmögliche Menge an Blut oder weit fliegenden Extremitäten zu erzeugen, ist halt schwach. Da bin ich eher Fan von The Other zum Beispiel, The Others mit Nicole Kidman, auch so ein Geisterding. Alles klar, ja. Wo man nicht erzählt, um was es wirklich geht, aber wo du ständig guckst und wartest, dass was passiert und es passiert nichts, aber du hast trotzdem die ganze Zeit Angst, das finde ich grandios. Wenn man das auslösen kann, das finde ich echt großartig. Ne? Da haben Filme natürlich den riesen Vorteil, dass sie auch mit Musik und Atmosphäre spielen können, die ihr immer erstmal erzeugen müsst. Wie gehst du vor, um die Leute, oder wie viel Zeit gibst du den Leuten, gibst du dir beim Erzählen der Geschichte, um die Leute in eine Atmosphäre reinzuholen? Meistens also, direkt das Intro. Ich halte mich der, ja? also nicht im Sinne von Atmosphäre erzeugen durch Landschaftsbeschreibung, sondern Atmosphäre erzeugen direkt durch die Szene selber, dass irgendwas passiert. Sei es auf den ersten 5 Seiten, wo ein Twist passiert oder was besonders Irritierendes oder irgendein Gefecht, aber so, dass die Leute sofort mittendrin sind und sich nicht zurücklehnen und wissen, oh, jetzt kommen erstmal 20 Seiten. Wo sind wir hier überhaupt? Was passiert jetzt? Sondern immer schön rein, erstmal Atem rauben und dann können sie immer noch zurücklehnen und dann beginnt der Roman dann weiter. Aber richtig schön erstmal rein und dann erstmal mittendrin statt nur dabei. Ich habe leider jetzt kein Buch von dir hier vorliegen, aber ich meine, du arbeitest da auch häufig oder eigentlich fast immer mit einem Prolog, ne? Oder? Oft. Also oft, der heißt nochmal gern anders, Auftakt oder sonst irgendwie. Ja, oder so. Das ist immer schön.
gleich mal sozusagen mit der Tür und der Klingel und der Vorderwand erstmal schön reinzufallen. Ja, dann schön. Zu gucken, wie es dran aussieht. Schön beschrieben. Mit der Tür und mit der Klingel. Ja, so. Und Vorderrad. Und, ja, und ein paar Organen. Also so könnte man es beschreiben. Da ist direkt mittendrin. Ja. Das ist ein Stilmittel, das im Film ja genauso funktioniert. Deshalb mache ich das im Buch auch sehr gerne. Egal welche Geschichte ich mir angucke, lese oder anhöre, ich finde es immer extrem wichtig, dass man Zeit hat, dass man nicht das Gefühl hat, da wird A, zu viel Handlung in ein maximales Zeitfenster gepackt. Ne, das finde ich, also ganz schlimmer Film jetzt letztens war der letzte Transformers. Meine Fresse, war der furchtbar erzählt. Also, habe ich irgendwann aufgegeben. Ey, das war mit Abstand einer der... 10% des Budgets für einen Film für mich. Das wäre super, ne? Ja. Ich habe selten einen so schlechten Film gesehen. Und ich war völlig so, oh cool, ey, der ist bei Prime, jetzt kannst du mal gucken, cool, ja, und habe angefangen, den zu gucken. Und ich habe schon nach einer halben Stunde gedacht, sag mal, wollt ihr mich verarschen? Das war so viel, viel zu viel des Guten, ja, an allen Ecken und Enden. Viel zu viele Stränge, keine Ruhe gelassen, auch mal Ruhe für Emotionen, ja, das finde ich auch ganz wichtig, dass man mal mitleiden kann. Das Problem gerade bei Transformers ist, dass sie ja von dem, dass sie ständig irgendwelche Dinge bauen. Und wenn du dir zu viel Zeit lässt, um irgendwas aufzubauen, sagen wahrscheinlich ein Großteil der Besucher, wann baut denn der sich wieder um? Weil ich glaube, dass die Leute, die Transformers vielleicht gerne gucken, nicht unbedingt jetzt Tarantino Reservoir Dogs gucken würden. Ja, das ist... Also das ist eine ganz andere Erwartungshaltung. Ich wollte immer mal gucken, wie der eigentlich bei Metacritics und so bewertet wurde. Ob ich einfach nur einen schlechten Abend hatte und alle anderen den gefeiert haben oder ob der so von der Masse ähnlich wahrgenommen wurde. Was ich auch beeindruckend fand, war halt dieses CGI, so, also Wunderwürfel, Auto, irgendwas. Das ist halt schon... Die Spezialeffekte sind einfach, glaube ich, selten so gut wie bei Transformers-Filmen. Ne? Also das ist schon tierisch beeindruckend. Aber das war es dann halt auch. Nach einer halben Stunde hast du im Prinzip jeden Effekt gesehen. Und dann gibt es immer diese... Das Problem, dass aber glücklicherweise halt immer mehr Leute auch sehen, gerade im Bereich, dass CGI-Gemetzel halt keine gute Story ersetzt. Also umgekehrt akzeptiert man es ja eher. Also wenn du merkst, okay, es ist eine Low-Budget- Produktion, aber es funktioniert von der Geschichte und von der Kameraführung her, wie damals Blair Witch Project. Ja. Hat doch keiner erwartet, dass jemand mit einer Wackelkamera, mit einer Nachtsichtoptik und sonst irgendwas solche Erfolge reinzieht. Schau mal, jetzt kriegen wir hier eine sehr schöne Frage aus dem Chat. Ja, die ist so lang. Xerdras hat sich die Mühe gemacht zu fragen. Sind die Vampire aus den Judas-Büchern wirklich Vampire? Oder wenn man über Exkarnation geht, eventuell gewanderte Seelen, die dann vampirartige Kräfte bekamen, gibt es in diesen Reihen dieser Welt beides nebeneinander? Oder nur gewanderte Seelen auf Grundlage deren Kräfte, die mystischen Wesen als Geschichten bei den Menschen in den Büchern entstanden sind? Meine Güte, das ist aber meine Frage. Das war eine Profi-Frage. Ich vermute, zwei Drittel der Leute, die nicht wissen, von was wir gerade reden, sind jetzt so dieses große Fragezeichen. Ja. Aber ich finde die Frage sehr cool. Weil es tatsächlich theoretisch im Bereich des Möglichen wäre. Oder was passiert denn mit einem Vampir oder beziehungsweise einem Seelenwanderer, wenn man die kreuzt oder einem Vampir, wenn man so möchte, vielleicht irgendwie doch eine Seele bewahrt und so weiter und so fort. Mhm. Ich habe es aktuell, ohne zu viel zu spoilern, ohne darauf zu gucken, was später kommt, aktuell sind die beiden Bereiche noch getrennt, weil ich das bewusst getrennt haben wollte, weil es verschiedene Gattungen in meiner Mystery-Abteilung sind. Um da klare Linien zu ziehen. Mhm. Das schließt natürlich nicht aus, dass aus dramaturgischen Gründen irgendwann so ein Hybrid sonst irgendwas entstehen könnte, ist aber gerade nicht wirklich vorgesehen. Okay. Ja, aber coole Frage. Xerdras, vielen Dank, vielen Dank. Was ich eben meinte mit dieser Charakterentwicklung und sich Zeit lassen für sowas, ne? Du bist ja sehr gnadenlos da drin, auch wichtige Charaktere zack hinzurichten. Da habe ich auch tatsächlich hier noch eine Liste von Charakteren, da müssen wir nachher mal unter vier Augen miteinander reden. Ich will, dass die alle wiederkommen. Ja. Ja. Man sitzt da als Leser dann häufig da und denkt so, what the fuck? Ja, hast du so lieb gewonnen, so schön aufgebaut und zabom ist er weg. Das ist etwas, was ich so radikal eigentlich nur bei Game of Thrones noch erlebt habe. Das Lustige ist, dass ich ja Game of Thrones
Vor Jahren hat man schon mal gesagt, ah, das ist ja wie bei George R. Martin nicht so. Habe ich nicht gelesen. Also der war damals, als ich noch Fantasy gelesen habe, was ich nicht mehr tue, ja, eben um den Kopf freizuhalten von fremden Ideen, der war damals nicht auf meinem Fantasy. Also ich habe die ganzen Klassiker gelesen, was jetzt Elric ist oder sonst irgendwas, die hatte ich alle drauf. Aber der begegnete mir nicht und wusste lange Zeit nicht, was die Bemerkung soll, bis die Serie kam. Und ich gemacht, ach so, das haben die gemeint mit Charaktere. Ja. Das fand ich sehr witzig. Ich fand das schon immer so, weil es darf sich im Grunde keiner sicher sein. Das ist ja meistens das Langweilige an Action-Serien, dass du genau weißt, ob die jetzt mit dem Auto runterfahren, ob die gesprengt werden oder sonst irgendwas. Je nachdem, welche Vorschau du gerade guckst von irgendwelchen Filmen, denkst du, warum haben die jetzt überlebt? Also aus welchen Gründen, außer Superman? Es sei denn, Superman hätte Kryptonit in der Tasche oder tritt gegen eine echte Hexe an. Ja. Er ist nämlich auch verwundbar gegen Magie, das wissen die wenigsten. Ja, ich hatte irgendwann mal gelesen, dass er zwei Schwachstellen hat. Das eine ist Kryptonit und gegen normale, also was heißt gegen normale? Normale gegen Magie. Gegen Magie ist er, glaube ich, da kann er nichts machen. Ja. Ich glaube, wenn man bei Günther Jauch mal sitzt, ich würde auf die Magie tippen. Cool, okay. Ich finde das immer wichtig, dass du dir im Grunde nie sicher sein kannst als Leserin oder Leser, dass die Figur, die du gerade gesehen hast, die durchs Bild gelaufen ist, die irgendwas gesagt hat, die dich schon seit 3 Bänden begleitet, dass die bis zum Abschluss dabei ist. Oder bis zum Abschluss, je nachdem. Ja, das kann man bei dir tatsächlich nicht sagen. Hast du denn so einen klassischen Lieblingshelden aus deinen Büchern, wo du so sagst, nee, den lasse ich nicht sterben? Also vielleicht ja aus einer Reihe, die schon abgeschlossen ist oder so, wo du sagst, nein. Schwierig, mir tut es meistens bei den Bösen mehr leid, weil es da mehr Arbeit macht, die aufzubauen. Oh ja. Also so aufzubauen, dass sie nicht nur als Bossgegner erkannt werden, wie in Computerspielen, du weißt, dann musst du erschießen durch, sondern dass du den so aufgebaut hast, dass du mitunter nachvollziehen kannst, warum er das macht, warum er so ist. Bei den Albäe zum Beispiel, die ja eigentlich die Bösen sind, bei den Zwergen, habe ich die eigene Serie dazu geschrieben, die aus der Sicht der Bösen spielt. Und da habe ich manche auf dem linken Fuß erwischt, weil sie dann hinterher gesagt haben, jetzt verstehe ich, warum wir alle so drauf sind. Ja. Und ich habe gedacht, yes. Ja. Ja. In solchen Dingen tut es halt schon ein bisschen weh. Oder bei Uldart gibt es einen ganz großen, bösen Fiesling über alle 6 Bände, die ersten 6 Bände. Sowas tut halt dann schon ein bisschen weh. Ja. Also interessant, dass du sagst, die Bösen tun dir weh. Also die hinzurichten tut dir weh. Schau mal, ich habe hier noch einen wunderschönen Kommentar. Warte, der wird mir hier in weiß angezeigt in meinem... Ganz in weiß mit einem Blumenstrauß? Ja, das ist ein bisschen blöd hier, mein tolles Tool. Murfington schreibt, die Charaktertode von Heiz, ja, haben mich übrigens als Spielleiter beeinflusst. Tode, selbst Protagonisten, zeigen viel mehr Realismus und können so spannende Szenen und weitere Abenteuer erzeugen. Ich bin pro Tod von wichtigen Charakteren. Jawohl. Ja. Und ich habe auch in meiner Rollenspielzeit auch schon ein paar Charaktere eingeführt. Was hast du? Den ersten, ja, aber aus purer Dummheit, und zwar an einem Abend gleich 2 Charaktere in unserer Gruppe. Wir waren Anfänger im Rollenspiel, wir wussten überhaupt gar nicht, wie was funktioniert. Und da war es eine blöde Treppe und wir mussten die Treppe runter. Was ja per se eine Riesenherausforderung für echte Abenteurer ist. Ja, wir mussten da unten so. Und dann war aber klar, die Bösewichte haben hier Fallen installiert. Ja. Jetzt hatten wir aber damals als Anfänger nicht auf dem Schirm, dass du deinem Spieler da sagen musst, ich suche nach Fallen. Sondern wir gehen da runter. Ja. Und er fragt, sicher? Ja. Zack, ihr habt die Speerfalle ausgelöst. Und wir hatten damals Rollmaster gespielt. Das ist ein altes Rollenspiel, das darauf basiert, da sind wir wieder bei dem Thema Realismus, wenn du getroffen wirst, wirst du nicht einfach nur getroffen, die hatten für jede Waffe einen einzelnen Schadensbogen, wo genau beschrieben wird, welchen Weg die Dolchklinge durch deinen Körper nimmt. Ach, also die krass. Hatten, das war, okay. die Kämpfe dauerten länger als alles andere. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sind da runter, mein Dieb hat erwischt, irgendwie Speer, Würfel, durch den Hals, tot. Die Gruppe, ich so, ja scheiße. Der Krieger, ach, geh mal halt die Treppe runter. Sicher, klar, die gleiche Falle gelaufen, Krieger tot. Hier so, was ist das für ein scheiß Rollenspiel? Ja. Hatte Klassiker, ich weiß, wie es sich anfühlt, Charaktere zu verlieren. Auch aus Dummheit, muss man dazu sagen. Die waren dann auch weg oder hast du die wiederbelebt?
Stunde, die waren dann tot. Nee, also ich habe das, wir haben ganz viel AD&D gespielt und du glaubst gar nicht, wie oft mein geliebter Shannon gestorben ist. Und den habe ich natürlich ständig wiederbelebt. Ja, aber es gab in dieser Situation, hatten wir niemanden, der irgendwas wiederbeleben konnte. Achso, nee, ich habe den einfach im nächsten Abenteuer sind wir wieder losgezogen und dann war Shannon halt wieder da. Nee, da war unser Spielleiter nicht so fies, dass der gesagt hat. Toll. Ja. Wie habt ihr das gehandhabt? Wir haben das, wenn die Hälfte der Gruppe tot war, haben wir quasi gesagt, Abenteuer ist erledigt. Wir hatten das Rollenspiel dann auch eingestellt. Also wir haben es dann später nochmal gespielt, aber an dem Abend war die Stimmung so, also allertiefstpunkt, ja. Und das Spiel hat aber damals auch ein bisschen geknickt, weil er nicht damit gerechnet hat, dass direkt beim Treppen runtergehen, ja. weil Charaktere sterben. Aber ja, und deshalb sage ich, wenn du dann Vorschauen siehst von irgendwelchen Ballerfilmen, Actionfilmen oder sonst was, und du denkst dir echt, Leute, wie soll er denn das überleben? Wenn er nicht, wie gesagt, Superman ist. Hm. Macht dann keinen Spaß, ne? Nee, der Tod gehört schon dazu. Du hast schon dann irgendwann Schiss. Oder du musst dann, ja, bei Shadowrun gab es ja immer irgendwelche Poolwürfel, wenn ich mich richtig erinnere, das alte System. Sobald einer auf der Kippe stand, wirklich überall Würfel reingeballert, damit der Blut, weil wir wussten, wenn er tot ist, ist er halt tot. Hier ist nichts mit. Er kommt wieder, nee, Feierabend. Murfington hat noch eine Frage und sagt, ja. Oh, jetzt kommt tatsächlich eine Frage auf. War es wirklich ein Wehrmensch? Was meint er damit? War es wirklich ein Wehrmensch? Ich vermute, er spielt auf eine Begebenheit an, wo es ganz viel um Wandelwesen geht und ich mir den Gag erlaubt habe, den Spieß umzudrehen und einen nicht Wehrmenschen draus zu machen. Also ein Tier, das sich in einen Menschen verwandelt. Ja. Weil ich fand den Gag andersrum fand ich sehr schön. Wenn es sich darauf bezieht, dann war das so, ja. Ja, okay, gut. Wenn du, also werfen wir nochmal so einen kleinen Blick zurück, ja, du hast also 2003 den Fantastikpreis bekommen, dann bist du relativ schnell sehr bekannt geworden, ne, in der Fantastikszene und konntest du, oder wann war der Zeitpunkt, wo du von deinem Schreiben leben konntest? Das war ziemlich genau 2004, weil da die erste Abrechnung die Frage war, ich habe es vorhin schon kurz angedeutet, nach Uldart kamen ein paar Shadowrun-Romane, Rollenspiel-Fans, ole ole. Aber davon, wie gesagt, hätte ich nie im Leben leben können, nicht mal überleben. Deshalb eben der Hauptjob Journalist. Mhm. Dann kam die erste Abrechnung von Die Zwerge und die war dann so, wie ich es mir nicht hätte erträumen können, dass man tatsächlich Geld verdient hat mit Bücherschreiben. War dann überrascht, weil ich es ja vorher ganz anders kannte. Und dann habe ich gesagt, jetzt bietet sich die Gelegenheit und die muss ich jetzt nutzen und jetzt versuche ich mal nur vom Schreiben leben zu können, weil ich ziemlich zeitgleich damals das Angebot von der Zeitung gekriegt habe, als Volontär anzufangen und ich wusste, am Ende des Volontariats stünde eine Redakteursstelle. Hm. Und da kam natürlich, es ist wie so oft im Leben, ne? Du wartest die ganze Zeit, was passiert, dann passiert was und dann auch noch gleichzeitig. Ja. Ich wusste auch, beides zusammen kriege ich nicht hin. Ich kann nicht Volontär machen ohne Redakteursausbildung und nebenbei solche Romane schreiben mit 500 Seiten plus. Hm. Dann habe ich gedacht, es kann sein, dass ich die Chance nie wieder kriege. Deshalb versuche ich jetzt mal nur vom Schreiben leben zu können. Und das war 2004 in dem Fall genau die richtige Entscheidung. Lass uns mal ganz kurz einen Blick auf diesen kaufmännischen Aspekt werfen. Da kam die Abrechnung. Ich habe das letztens in einer Podiumsdiskussion in einem ganz anderen Zusammenhang von einem Autor gehört, der meinte halt, ich habe das Buch abgegeben, dann kam es in den Handel und dann 8 Monate später kam das erste Mal Geld. Wie läuft das? Also die Abrechnung erfolgt zwar einmal im Jahr, also Stichtag ist immer der 30.06. und der 31.12. Also, ne? Und so. Und dann wird geguckt, hast du was verkauft, hast du nichts verkauft. Wenn du über die Vorauszahlung gekommen bist, seriöse Verlage erkennt man da, vor Geld bezahlen und nicht umgekehrt. Okay. Die Vorauszahlungen muss man auch nicht mehr zurückzahlen. Das ist also das kaufmännische Risiko des Verlages. Ja. Dementsprechend unterschiedlich hoch, je nachdem, welche Chance sie sehen oder welchen Erfolg du schon hast als Autor, können Vorauszahlungen ausfallen. Also nach einem halben Jahr wird geguckt, wie viel hat er verkauft. Dann hat ein Verlag nochmal Zeit, die Abrechnung fertigzustellen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass du 8 bis 9 Monate auf das nächste Geld wartest, was aber jetzt nicht böse ist, sondern es ist halt dieser Abrechnungsmodus. Ja, das haben wir in der Games-Branche früher auch gehabt. Ne? Da gab es
hat sich ja massiv geändert, aber früher die totale Marktmacht von Media Saturn. Und die haben zum Teil Zahlungsziele von 180 Tagen gehabt. Und dann haben viele kleine Entwickler vor allen Dingen haben das ganze Geld in die Produktion gesteckt, haben einen schönen Deal mit dem Publisher gemacht, haben aufs Kleingedruckte nicht geachtet, ne, wo dann eben sowas drin stand, wie es gelten die Zahlungsziele des Handels. So. Mhm. Und das war dann doppelt scheiße, weil die zum Teil halt dann 360 Tage gewartet haben. Ja, also es, das ist schon krass, mit welcher Geduld halt man gesegnet sein muss. Wenn du Autor sein willst, du bist halt Freiberufler. Also wenn du, ich meine, die meisten sind Freiberufler, glaube ich, keine Angestellten. Oder Vorsicht, bevor ich das falsch sage, meines Wissens, ich kenne keinen fest angestellten Autor. Das mag vielleicht bei manchen unterschiedlich sein, aber ich kenne es immer als Freiberufler. Das heißt, du bist verantwortlich für deinen ganzen Kram. Also von Altersvorsorge bis hin zu Versicherungen und musst halt gucken. Deshalb vorhin auch der Hinweis, dass deine Kohle reicht für diesen Zeitraum, ne, wo du keine frische Kohle kriegst. Welche Rolle spielen denn für einen Autor die Agenten, von denen man ja auch so viel hört? Hast du einen Agenten? Wir reden von Literaturagenten jetzt. Literaturagenten, ne? Genau. Ja, hätte sein können, dass du andere Agenten meinst. Ja, nee, ich meinte jetzt tatsächlich KGB-Agenten und Literaturagenten. Ich hatte am Anfang keinen, weil ich gedacht habe, das geht schon so und habe mich auch über gefreut, die mich kein Geld gekostet haben. Also ist das wusste dann aber sehr schnell nach dem ersten Zwergeband, ich bin ja kein Jurist. Jetzt bräuchte ich vielleicht jemanden, der sich damit auskennt. Mhm. Ein Satz, der für mich in erster Linie gut klingt, könnte aber so in der Interpretation später vielleicht anders auslegbar sein. Mhm. Und deshalb sind Literaturagenten sehr sinnvoll, weil sie in meinem Fall die Vertragsverhandlungen übernehmen, Verträge checken, Abrechnungen prüfen. Du brauchst aber Agenten auch später, um neue Stoffe an den Verlag zu bringen. Weil ein Verlag natürlich erstmal Sachen zugeschickt bekommt, ungefragt von tapferen Schreiberinnen und Schreibern, was völlig legitim ist, habe ich ja damals auch gemacht. Das heißt, bei denen stapeln sich pro Woche schon mal ein Berg Manuskripte, die sie gar nicht haben wollen. Aber es könnte ja, das ist das Böse, es könnte ja was Geiles dabei sein. Man weiß es nicht, man muss es aber durch alle durchlesen. Wenn was vom Agenten kommt, weiß der Verlag allerdings schon, okay, da hat ein Profi drüber geguckt, der weiß, dass das Thema irgendwie spannend ist und dass die Person, die das abgegeben hat, einigermaßen verlässlich schreibt und schreiben kann. Also ein Agent ist schon mal ein besserer Türeintreter, als jetzt einzuschicken und zu hoffen, dass was passiert. Hat sich auch inzwischen viel geändert. Also man muss sich inzwischen auch so ein bisschen bewerben bei Agenten, weil die halt auch jeden und jede nehmen, die bei ihnen klingeln, sondern sie auch gucken, dass bestimmte Parameter eben erfüllt sein sollten. Also es kann beides funktionieren. Es gibt immer noch schöne Beispiele, wo Leute ohne Agent, ohne Agentin was erreicht haben. Umgekehrt sagen manche, ohne meinen Agent wäre ich da nicht hingekommen. Schönes Beispiel, wie abgefahren das manchmal ist, war jetzt bei der Buchmesse in Leipzig. Eine Kollegin, ich glaube Bernard oder Burnett, kann man nachgucken, saß auf dem Podium, hat ihre erste Lesung gemacht und hat gesagt, ja, der hat ursprünglich 5 Jahre geschrieben an dem Roman, hat an allem gefeilt, abgeschickt an deutsche Verlage, hat nur Absagen bekommen. Und hat sich so geärgert und hat in einem Jahr einen Roman, auf den sie einfach Bock hatte, hat den an einen englischen Agenten geschickt und der englische Agent hat es einem deutschen Verlag verkauft, auf Englisch. Ja. Also so rum kann es auch laufen. Ja. Also man ist hier vor nichts sicher. Ja. Trojanische Pferde funktionieren offensichtlich auch. Wie beteiligt man Agenten? Kriegen die einfach an dem Verkauften? Sind sozusagen passiv beteiligt. Also sie kriegen von den Einnahmen, die ein Buch erzielt, kriegen die einen gewissen Share, wie es so schön heißt. Okay, also ein Erfolg ist ganz im Interesse des Agenten, der kassiert aber nicht pauschal 4.000 Euro voraus und dann nochmal so und so viel, sondern der ist immer nur an dem beteiligt, was ein Buch, ein Projekt abwirft. Okay, also die überlegen sich natürlich dann auch sehr genau, wen nehmen wir mit rein? Ne, wo stecke ich meine Arbeit, genau, meine Energie? Das meine ich. Gewisse Parameter müssen erfüllt sein. Ja. Wenn sie halt merken, dass es Menschen sind, die vielleicht zu ständigen Schreibblockaden neigen, was auch immer, oder die komische Ideen haben, komisch nicht im Sinne wie haha, lustig, sondern das kann ich keinem Menschen verkaufen, das will auch keiner lesen. Wobei auch da Vorsicht, es gibt ja keine Garantie, ob ein Stoff
bei Leuten ankommt oder nicht. Ja, also natürlich nicht, genau. Es ist ein sehr großes Glücksspiel mitunter. Man kann viel über Marketing machen, also Bücher bekannt machen, Namen bekannt machen, sodass aus Neugier gekauft wird. Aber manche Erfolge sind halt einfach überraschend und keiner weiß warum. Harry Potter wird immer angeführt. Umberto Eco hatte vor Der Name der Rose drei Linguistikbücher verfasst, die kein Mensch gelesen hat oder sehr wenige. Als er dann mit seinem vierten Roman, Name der Rose, zu seinem ersten Verleger gekommen ist, hat der Verleger ihm gesagt, hör mal zu, wir haben drei Romane von dir gemacht, es liest keiner, tut mir leid, ich kann nicht noch einen vierten nehmen. Ist er mit Der Name der Rose zum anderen gegangen. Ja. Bam. Bam. Also, es ist ganz viel Glück. Es gibt diese Formel, die ich erweitert habe, ich habe keine Ahnung, wer sie erfunden hat, aber ich finde die sehr schlüssig. Erfolg ist, Klammer auf, Gelegenheit plus Vorbereitung, Klammer zu, mal Glück. Ja, das passt. Das gerade ist super. Im Buchbereich. Ja, ja. Das ist sehr schön. Also, du musst vorbereitet sein, es muss sich eine Gelegenheit ergeben und wenn du da noch Glück hast, das war bei Die Zwerge der Fall, ich hatte das Glück, dass damals Herr der Ringe als Kinofilm lief, das heißt, alle Welt wusste plötzlich, was Fantasy ist. Wo wir als Rollenspieler damals verarscht wurden, von hinten bis vorne, ja, ne, du gehst wieder mit deinen kleinen Elfenspielen, ne, die mit den Flügeln, ja. Das sind die Feen, Alter, das sind die Feen. Ja. Plötzlich wusste die ganze Welt, was Fantasy ist, was ein Ork ist, was ein Elf ist, wo wir uns damals dumm und dämlich geredet haben. Und das war, ich hatte meine Gelegenheit, ich war vorbereitet und dann kam das Glück ins Spiel. Das ist eine sehr schöne Formel, die klaue ich dir jetzt. Genau wie die Empfängnisgeräte. Ich weiß nicht mehr, wo ich sie her, aber sie war für mich sofort so, dass ich gesagt habe, ja klar, ja. Du musst was tun, das heißt, du musst vorbereitet sein. Wenn dann die Gelegenheit kommt und du kannst nicht agieren, dann hast du schon mal, dann war es das. Wenn du da noch Glück dazu hast, dann kann Erfolg daraus werden. Aber garantiert halt nie. Ne? Sag mir nochmal eine Prozentzahl, wenn man einen Agenten im also jetzt zum Beispiel bei uns hier im Sales-Bereich, ja, gibt es ja auch Leute, die dann halt Provisionen bekommen. Die liegen immer meistens so in Größenordnungen von 15-20%. Ist das auch so eine Größenordnung bei euch? Genau. Okay. Genau. Also es geht von 10 bis 20, wenn ich mich richtig erinnere. Ganz genau, das hängt davon ab, welche Agentur. Und ein Agent muss ja unterscheiden zwischen, kommt einer die Tür rein oder eine, die schon, also hat schon, ich sag mal, 5 erfolgreiche Bücher geschrieben, das müssen nicht besser sein, aber die haben sich mal mehrere tausendmal verkauft. Dann ist das schon ein anderes Standing, wenn du reinkommst, dich kennt niemand, dann sagt der Agent, boah, bis ich dich irgendwo vermittelt habe mit deinem Stoff, so gut wie auch ist, das kostet mich sehr viel Zeit, in der ich eigentlich andere Leute schneller verkauft hätte, dann ist der Prozentsatz wahrscheinlich am Anfang höher. Der Manager eines Comedian zum Beispiel oder eines Schauspielers, der nimmt ja sehr häufig auch alles andere noch in die Hand. Das heißt, da fließt das Geld zum Manager, der gibt es an den Künstler weiter. Ist das bei euch auch so oder wird ein Agent von dir bezahlt? Die Abrechnungen laufen über die Agentur. Ah ja. Ich kriege die Abrechnungen geprüft von den, also umgekehrt, die geprüften Abrechnungen von den Verlagen über meine Agentur und da wird praktisch der Share abgezogen. Alles klar, okay. Du, jetzt sind hier wieder drei Fragen aufgelaufen. Zum einen fragt der liebe Christoph, das finde ich ganz gut so als Vorbereitung für die Zwerge, da sprechen wir gleich drüber. Wie war das mit Shadowrun? Waren das einfach Auftragsarbeiten oder wolltest du die schreiben und hättest du nochmal Bock, Shadowrun-Romane oder Geschichten zu schreiben? Also angefangen hat es mit Uldart und damals erschienen die Shadowrun-Romane beim Heine Verlag. Und dann hat sich rumgesprochen, dass der Heiz Rollenspieler ist. Und dann hat sich das so ergeben, dass hätte Bock, Rollenspiel-Roman zu schreiben für Shadowrun. Ja. Klar, logisch. Ja. Der erste Roman spielte noch halb in Deutschland, halb in Amerika, bis ich mir gedacht habe, das ist eigentlich Quatsch. Wir haben ein deutsches Rollenspielsystem. Also ganz viel, das in Deutschland spielt. Wir haben auch Deutschland in den Schatten, hieß das damals. Also habe ich die Romane international bzw. Schwerpunkt auf Deutschland spielen lassen. Und das hat einfach höllen viel Spaß gemacht, weil ich unter anderem alte Charaktere von mir. ja, da waren sie wieder. Was es ja dann für mich umso lustiger gemacht hat. Aber Rollenspiel selber, Rollenspielromane für Shadowrun sehe ich jetzt gerade nicht, weil es hat mindestens einen Zeitsprung gegeben, ich glaube sogar zwei, aber das weiß ich nicht mehr so genau. Und schon allein deswegen, bis ich mich da wieder eingefuchst hätte, bis ich die Technik drauf hätte oder sonst irgendwas. Oh, ich sehe gerade malerisch fällt die Das ist aber jetzt romantisch. Wenn ich schmelzen sollte, was? Ja, dann wissen wir es. Okay. Ja. Hat das denn, also das hat nichts mit einer klassischen Auftragsarbeit zu tun, sondern die Verlage... Wir haben gefragt, ob ich Bock hätte und ich hatte sehr viel Lust und habe dann
angefangen loszuschreiben. Okay, und dann kriegt man die auch... Die Thematik war völlig frei. Ja. Und ich habe mir den Kniff erlaubt, Pulitzer, da gibt es einen Journalist, der praktisch das Bindeglied über alle Shadowrun-Romane. Mhm. Pulitzer war mal ein Spielecharakter von mir. Oh. Und mhm. Shadowrun galt immer die erste Regel, egal wer, welcher Feind auftaucht, schieß auf den Magier. Ja. Weil die waren immer am gefährlichsten, weil die so Massenvernichtung. Die großkalibrigste Wumme oder Rakete war harmlos im Vergleich zu hochstufigen Zauber eben konnten. Mhm. Die Regel war außer Kraft, sobald mein Charakter irgendwo aufgetaucht ist, weil die Leute immer auf den Reporter geschossen haben. Weil der Reporter natürlich noch gefährlicher ist. Ja. Der hat eine eingebaute Kamera, hat so schön immer alles mitgeschnitten und so. Und alle hatten natürlich Schiss, dass sie später irgendwo auftauchten. Im Grunde war es das Datenschutzgesetz, hatten die damals schon, ja, in Form von 9 mm, wenn man so möchte. Mhm. Beiden Spielern habe ich meinen Reporter rausgezogen, habe gesagt, der macht mir so viel Spaß, ich will den nicht erschossen haben. Oh. Und Pulitzer hat es dann aber später in die Romane geschafft. Ja. Und auch die eine Stadtkriegerin, die dabei ist, dazu, die war eine Spielercharakterin von mir. Ja, guck mal, dann haben wir doch jetzt endlich mal einen Charakter, den du nicht einfach hinrichtest. Ah. Nee, weil der hat so viel Spaß und er hätte es ja nicht verdient, der ja Kerl. Siehste, da haben wir den doch. Den habe ich stillgelegt. Weil ich wusste, er wäre sonst stillgelegt worden. Der liebe Mike hier, mein Moderator, der hat eben mal gefragt, ob es heute schwerer ist, Autor zu werden als früher. Im Fantasy-Bereich ist es bestimmt etwas schwieriger geworden, mhm, weil, da haben wir wieder die Erfolgsformel, im Jahr 2000, als ich meinen Vertrag gekriegt habe, mhm, haben die deutschen Verlage die deutschen Autoren, Autoren in Sachen Fantasy entdeckt. Früher gab es viel englische und amerikanische Fantasy-Literatur. Das hat sich im Jahr 2000 gewandelt. Und dann kam ich wieder relativ zur richtigen Zeit an den richtigen Ort, was vorher nicht so einfach gewesen wäre. Inzwischen ist die große Fantasy-Welle auch wieder durch. Fantasy ist nicht so hoch, wie er früher war. Mhm. Das heißt, für Neulinge, die jetzt in diesen Bereich rein wollen, ist es natürlich ein bisschen schwerer, weil du hast etablierte Namen, du hast keine riesengroße Nachfrage. Natürlich gibt es einen Fantasy-Markt, aber nicht so wie vor 10 Jahren. Und da musst du irgendwo mit reinschwimmen. Und dann hast du halt noch die Barriere mehr oder weniger, oder Barriere ist der falsche Ausdruck, ein Buchhändler, ein Buchverkäufer überlegt sich ja 3-4 Mal, was er sich ins Regal stellt, weil der Platz ist ja begrenzt. Ja. Und dann wird natürlich die Frage sein, was stellt man sich eher ins Regal? Jemand, wo du weißt, der verkauft sich. Oder jemand, den du vom Stoff zwar cool findest, aber du weißt, dass deine Kunden das eher nicht so oft kaufen werden. Mhm. Ist auch da wieder eine kaufmännische Überlegung. Also ja, Hut ab vor jedem Buchhändler, vor jeder Buchhändlerin, die sich entscheidet, den Newbies, den Neulingen oder auch den lokalen Kolleginnen und Kollegen. Es gibt genug Leute, von denen ich kenne, die haben ihr Buch dann selber drucken lassen oder sind bei einem kleinen Verlag, die dann selber in die Buchhandlung marschieren und sagen, guten Tag, ich habe ein Buch, das ist nicht so scheiße, wäre nett, wenn ihr es verkauft. Das finde ich auch cool, wenn es vielleicht so einen Novitätentisch gibt, direkt irgendwo oder was weiß ich. Lokaler Auto. Ja, ja, cool. Ja. Da habe ich jetzt auch noch 2 Fragen zu, aber das muss ich nachher machen, sonst haue ich mir selber hier in meinen ungefähren roten Faden. Inuya fragt, was hältst du von Fanfiction-Schreibern? Also auch Fanfiction abseits von NSFW-Smut. Sind das Schriftsteller oder einfach Hobbyschreiber jenseits von professionell? Ja, die Frage ist ja, wo fängt dann Hobbyschreiber an oder wo fängt Profischriftsteller an? Mhm. Ich war ja, wenn man so möchte, auch ein Hobbyschriftsteller, bis ich aus mehreren Gründen einen Vertrag gekriegt habe, sonst wäre ich vielleicht auch noch Hobbyschriftsteller. Also nur, in ganz großen Anführungszeichen, nur weil es Fanfiction ist, heißt es ja nicht, dass es schlecht ist. Mhm. Ist natürlich eine rechtliche Sache, was du damit machst. Ne? Also wenn du das online stellst in Foren, ist mir das ehrlich gesagt rechtlich gesehen ziemlich egal, solange der Inhalt nicht irgendwie, ich sag mal, strafrechtlich relevant wird. Ja. Ne? Ja. Ansonsten finde ich das ja eher super, wenn du es schaffst als Autorin mit deinem Werk, ganz egal, ob das Fantasy ist, Krimi, irgendein Genre, wenn du Leute so erreichst, so berührst, dass die selber Bock drauf haben, in diesem Universum noch was zu schreiben. Ich finde das nicht schlimm, ganz im Gegenteil, ich finde das cool. Ich fand das immer faszinierend, dass diese ganze das ganze Harry Potter-Universum ja eine unglaubliche Menge an Fanfiction hat. Ne? Ja, ja. Und, das ist ja klar, es ist ein Universum,
wo ganz viele, ich habe es nicht gelesen, ich kenne nur die Filme, aber was ich von den Filmen weiß, dass es ja unfassbar viele Figuren gibt, aus denen du aus jeder Figur im Grunde wieder einen Roman machen könntest. Mhm. Das findet ja teilweise jetzt statt oder rückblickend, aber ist doch logisch, dass du Figuren hast, die bei den Fans unterschiedlich gut ankommen, wo es aber in den Büchern vielleicht wenig gibt. Und als kreativer Mensch, der Bock hat, sich irgendwas auszudenken, ist doch vollkommen klar, dass man sich hinsetzt und sagt, ich schreibe jetzt mal, wie ich mir vorstelle das. Und das ist ganz wichtig. Leute schreiben, wie sie sich vorstellen, was ist. Das ist okay. Ja, das finde ich auch. Solange es nicht strafrechtlich relevant wird. Ich mache jetzt mal einen kleinen Sprung zu dem Werk, was dich zu einem, sagen wir mal, dem erfolgreichsten deutschen Fantasy-Autor gemacht hat, ne? Die Zwerge. Ich sage es mal, ob ich der erfolgreichste deutsche Fantasy-Autor bin, weiß ich nicht, weil wenn man die Vorschauen durchguckt, sind natürlich alle die erfolgreichsten deutschen Fantasy-Autoren. Ja, das ist ein Marketing. Das finde ich so lustig. Ja, also ich kann davon entspannt leben und meine Bücher stehen rum, ja, aber ob ich jetzt der erfolgreichste Fantasy-Autor bin, weiß ich nicht, und es ist mir auch ehrlich gesagt nicht so wichtig. Ich finde das jetzt auch nicht so wichtig, aber wenn ich hier Wiki glauben darf, dann hast du gilt mit mehr als 5 Millionen verkauften Büchern allein in Deutschland als Deutschlands erfolgreichster Fantasy-Autor, hast du einfach so oder so dir einen unheimlichen Status erarbeitet, sagen wir es mal so. Ne? Mich würde total interessieren, was Holbein verkauft hat, so im Laufe. Könntest du bei Wikipedia nachgucken, der hat viele Millionen. Ja. Aber er ist auch schon ein bisschen länger im Geschäft, ne? Ja, ja. Aber da gucke ich tatsächlich vielleicht später mal rein. So, die Zwerge. Ich glaub, ja, mach nur. Die Zwerge. Das ist auch nicht so richtig. Die Zwerge, du hast mir mal erzählt, du bist angesprochen worden, ne, genau, du hast ja eben, glaube ich, auch erwähnt hier, ne, Herr der Ringe-Zeit. Wir brauchen jetzt etwas in dem Umfeld. Der Wortlaut war ungefähr, nachdem Ulda draus war, nachdem Shadowrun draus war, klingelte das Telefon und ich wurde gefragt damals, ob ich mir vorstellen könnte, eine klassische Fantasy-Geschichte zu erzählen. Mhm. Und dann wusste ich schon ungefähr, weil die Orks war zuerst von Stan Nichols damals und das war ein großer Überraschungserfolg, weil keiner hat damit gerechnet, dass die Orks plötzlich so steil gehen. Mhm. Und vorher der Ringe, deshalb habe ich vorhin erwähnt, hätte sich wahrscheinlich auch nicht so viele Leute für interessiert. Erstens, was sind Orks und was machen die so privat? Ja, ja. Und die Frage kam aber nach Herr der Ringe massenweise auf zu den verschiedensten Gattungen, Völkern oder was auch immer. Mhm. Und dann, als bei mir das Telefon geklingelt hat, wusste ich schon, okay, ich weiß, wo die Reise ungefähr hingehen könnte. Mhm. Und habe mich dann damals für die Zwerge entschieden, weil ich die Zwerge als alter Rollenspieler von diesen Anfangsfiguren immer am coolsten fand. Das wollte ich gerade fragen. Also wie viel eigene Entscheidung war es, dass du die Zwerge schreibst? Ist der Verlag... Ich hatte damals noch alles theoretisch zur Auswahl. Ja. Vielleicht auch die Orks, weil Michael Pankower hat ja später praktisch auch Orks geschrieben. Genau. Also die deutsche Abteilung, wenn man so möchte. Mhm. Und ich habe damals echt überlegt, was ich nehmen soll. Die Elfen, denen bin ich nicht warm geworden, weil die Elfen mir immer zu perfekt waren. Die haben mich immer genervt durch ihre Perfektion. Mhm. Deshalb habe ich ja später die Albe gebaut, weil die zwar auch sehr perfekt sind, aber ein bisschen anders denken als die Elfen. Das fand fand ich sympathischer, auch wenn das jetzt sehr komisch klingt, aber es ist so. Mhm. Und die Frage waren für mich immer, die verstehe ich. Die haben so eine eigene Art von Humor und die sind ein bisschen anders drauf und sie sind immer irgendwie tough und sie müssen nicht behaupten und es gab ganz viele Gründe, unter anderem auch unser erstes das Schwarze Auge-Abenteuer. Ich bin heilfroh, dass du das gemacht hast, weil ich habe die Bücher inhaliert. Ja, ich habe die Amazon sei Dank natürlich dann die späteren beiden habe ich dann vorbestellt, ja, und an dem Tag, an dem die rauskamen, habe ich schon nichts anderes mehr gemacht, als die Bücher zu lesen. Was ich bei den Zwergen so cool finde, obwohl es ja quasi eine Art, wir haben hier eine Idee für dich, ne, Setup war, wo ich mir denke, als Autor wäre das für mich wahrscheinlich die schwierigste Herausforderung, an ein Buch heranzugehen, weil ne, da gibt es die Erwartungshaltung. Der Vorteil ist ja, als Rollenspieler wusste ich genau, was ich mit den Zwergen machen will. Ja, das merkt man nämlich, weißt du, obwohl du diese Voraussetzung hattest. Sondern ich will. Klar musst du dich, da wir uns in der High Fantasy bewegen, musst du bestimmte Sachen einhalten. Also sie können jetzt nicht plötzlich groß und grün sein und können langen Schwanz haben, dann ist es halt die Brüder von Avatar. Ja. Aber du musst dich halt schon im Rahmen des Genres bewegen. Aber da, das sind die wieder ganz am Anfang, wo ich sagte, alles war schon mal da und das kennen die Leute. Klar zeigst du den Leuten, was sie schon kennen, aber vielleicht so noch nicht gelesen haben. Und das ist wiederum der Trick an der Sache. Mhm.
Fand ich echt faszinierend. Wie sehr redet dir ein Verlag in den Aufbau, in die Entwicklung so einer Geschichte rein? Oh. Ich gucke gerade, weil die Sonne wird immer malerischer hier. Ja, es ist, du siehst aber auch wirklich sehr malerisch aus. Toll. Ja. Ich bin ein bisschen neidisch. Das goldene Licht ist perfekt im Grunde für Porträtaufnahmen. Ich habe hier so eine Softbox, wie man sie nennt. Ja. Und ich sehe immer gleich aus. Ja, immer gleich sehe ich aus. Verdammt. Das Mikro leuchtet sehr schön. Ja. Der Verlag selber lässt mich immer machen. Das ist sehr entspannt für mich. Okay, also da hast du mit Piper halt auch tatsächlich, sagt man Piper oder Piper? Piper, ne? Da es ein deutscher Verlag ist, ist die Maschine, glaube ich, es gibt so einen Motorflieger, Ding sie irgendwas, Flugzeug, das heißt Piper, ja. Aber der Verlag heißt Piper. Gut, ich wollte es nur einmal fragen, nicht, dass ich mich hier wieder 2 Stunden lang blamiere. Ja. Der Piper Verlag hat dich auch so ein Stück weit gesucht und gefunden, ja? Also die vertrauen dir so sehr, dass die sagen, Markus darf ein Universum entwickeln. Bei Piper erscheint ja gerade nichts Neues, bin ja aktuell bei Knauer, exklusiv, weil ich mal ausprobieren wollte, nachdem ich bei 3 verschiedenen Verlagen verschiedene Genres rausgebracht habe, wollte ich mal ausprobieren, wie das ist, wenn man bei einem Verlag alles rausbringt, einfach nur, um auch wieder Input zu kriegen und Dinge dazu zu lernen. Seit wann bist du bei denen exklusiv? Ich glaube, 2 Jahre. Nächstes Jahr sind es dann 3. Okay. Ich präsentiere meine Ideen, was mir so vorstelle, was ich besonders gerne machen würde, und die sehen sich das Ganze dann an und sagen, jo, das finden wir auch gut, feuerfrei. Ja. Kritisch wird es halt dann, wenn ich eine Idee hätte, die nicht auf Gegenliebe stoßen würde, die würde ich dann, da bin ich aber Profi genug, die erstmal auf die Seite legen und sagen, Schatzi, auch deine Zeit kommt irgendwann. Ja. Und es zeigt mir immer wieder, dass selbst wenn ich irgendwelche Projekte vorbereite, was plotte, skizziere, eine Welt entwerfe, die ich dann doch nicht brauche, aus Zeitgründen oder sonst was, irgendwann kommt die Zeit, wo ich es aus der Tasche ziehe und sage, genau das brauchen wir genau jetzt. Ja. Vedora, letztes Jahr und vor 2 Jahren, eine alte Rollenspielwelt, über 20 Jahre alt, zack, die Zeit ist gekommen. Nächstes Jahr, dieses Jahr, das ist ja schon, kommt Doors, ist ein Projekt, das ich vor knapp 8, 9 Jahren entwickelt habe. Da bin ich sehr gespannt, da wollte ich dich nachher auch nochmal zu zweiter Sache. Das ist so lustig. Das ist, deshalb gerade im Kreativbereich ist es nicht unbedingt alles verloren, nur weil es aktuell gerade nicht einzusetzen ist. Umgekehrt kann es halt passieren, nur weil ich kreativ bin und Ideen habe, dass die Idee einzigartig ist. Also zum einen habe ich gesagt, alles war auch schon mal irgendwie da, muss halt nur gucken, wie du es anders gestaltest. Schönes Beispiel war, ich habe 2-mal einen Artikel drüber gelesen, dass pro Jahr so und so viele Menschen auf Kreuzfahrtschiffen verschwinden. Das ist mein kleines Trauma. Und habe das markieren, kopieren, seitlich abgelegt. Also es gab noch ein Fantasy-Trauma, von dem sage ich auch noch gleich was. Habe das immer markieren, kopieren, seitlich abgelegt, weil ich dachte, super Plot, du hast ein Kreuzfahrtschiff, Menschen verschwinden. Es ist real, ja, es ist real, dass Menschen auf Kreuzfahrtschiffen verschwinden. Ach, das mache ich mal später. Ich muss dann gerade irgendwas schreiben. Und Sebastian hat dann vor 3, 4 Jahren Passagier 23 rausgebracht. Ach. Weil er den gleichen Artikel gelesen hat und sich gesagt hat, guck mal, zack. Das meinte ich mit, manchmal muss man dann doch schneller sein. Ja, ja, sehr mein spannend. Erstes Fantasy, ich hatte eine Idee für so eine Fantasy-Geschichte, ein Einhorn. Ein Einhorn ist so ist ein Glücksbringer, das kriegt das Horn geklaut und die Finsternis, die Mächte des Bösen wollen mit dem Horn, oh ja, da habe ich angefangen rumzuplanen und so weiter und so fort. Kurze Zeit später darauf kam Legende, damals noch mit Scientology-Tom hier, Tom Cruise. Ja, ja. Ein sehr schöner Film, den ich bis heute liebe. Und es war fast 1:1 der Plot, den ich hatte. Oder das war mein erstes Trauma. Dann konnte ich dann knüllen, wegwerfen und feiern. Ist doch toll, dass deine Bücher verfilmt werden mit Tom Cruise. Also deine Ideen. Ja, und das, bevor ich es geschrieben habe. Ja, eben. Das ist doch wunderschön. Ja. Da wundert mich die Sonne auch nicht jetzt im Bild. Ja, ne? Das ist wieder. Du bist halt so ein Glückskind. Von Tim Curry damals gespielt übrigens. In seiner Riesenmaske hat ihn kein Mensch erkannt, aber keiner hätte diesen Teufel besser spielen können als Tim Curry. Tim Curry war immer in allen Filmen grandios. Also sogar in dem Musketierfilm. Kein Kardinal hat schöner gegrinst als er. Ein schöner Kommentar hier aus dem Chat. Dome Winner sagt, seine Buchfiguren sind von seinen Rollenspielchars inspiriert. Und tausende Rollenspielchars basieren auf seinen Figuren. Oh, schön, ne? Ja, ja. Das ist schön. Ja, finde ich auch. Ein schönes Bild. Welche Rolle spielen denn Lektoren für dich?
Sind die Sparring-Partner oder sind die eher so die besseren Korrekturleser für dich? Weil du sagst. Also Korrekturleser ist was ganz anderes. Gute Lektorinnen, Lektoren erkennt man daran, dass sie einem Autor, einer Autorin dabei helfen, ein Buch, ich sage einfach unverschämt, das schon gut ist. Da habe ich gesagt, dass es bei mir so ist, aber ein Buch, das schon gut ist, noch besser zu machen, indem sie nachgucken, okay, in der Szene geht noch was, den Charakter kannst du noch mehr ausbauen. Den Konflikt, den du da aufwirfst, den hast du nicht gut vorbereitet. Also der Job von ihm ist es praktisch wie beim TÜV. Du hast ein Ding, das fährt, dann wird es aufgebockt und dann geht einer mit der Taschenlampe und leuchtet. Hast gedacht, sieht von außen geil aus, ne? Aber da ist eine Stelle. Wenn du jetzt beschleunigst, fällt die ganze Scheiße auseinander. Ja. Das finde ich super spannend, weil ich bin ja so in der Geschichte drin, dass ich ganz viele Dinge einfach als selbstverständlich sehe. Und dann brauchst du den Blick von außen, von einem Profi, der einen Schritt zurück macht. Da kannst du rangehen, da kannst du rangehen, da kann man noch was verbessern, darum geht's ja immer. Und wie blöd wäre ich denn, wenn ich sagen würde, ich arbeite, Lektoren interessieren mich nicht. Ja. Es gibt hier viele schöne Anekdoten von Autoren, gerade ältere Autoren, die bis heute glauben, dass ihr Buch genauso gedruckt wurde, wie sie es geschrieben haben, aber es hat sich herausgestellt, dass immer noch ein Lektor dran war. Das finde ich sehr schön. Ja, ich habe mir so überlegt, ja, guck mal, du bist jetzt auch seit fast 15 Jahren professioneller Autor, ja, indem du damit dein Geld verdienst. Ich damals. Wann? Wir haben über dein Projekt gesprochen. Ach so, ja. Ja, das war auf Mallorca, ne? Richtig. Ja. Ja. Wir waren zum Arbeiten da, das muss man dazu sagen. Das muss man dazu sagen, ja. Also sonst würde ich ja eher schwerlich einen Fuß auf eine solche Sonneninsel setzen, auch wenn ich jetzt hier gerade... Ja, du hast überall Sonne mit dir, aber die mallorquinische Sonne, ja, die ist nochmal... Ja, nee, tatsächlich, Markus und ich, wir waren mal auf einer Veranstaltung, die wir mit der Aruba Events GmbH organisiert haben, viele, viele Jahre lang auf Mallorca, und da war er unser... Gast, der mal so einen etwas anderen Blick von draußen noch mit in die Games-Branche gebracht hat. Zu der Zeit wurde aus Die Zwerge das Spiel. Ne? Ganz und genau. Wir haben einen sehr schönen, was war es? Zweier-Vortrag, ne? Das warst du mit dem Kollegen von King Art, dessen Name mir jetzt nicht einfällt. King Art als das Entwicklerstudio, das gebastelt, getüftelt und geartworked hat. Ja. Und ich als Autor. Ob ich da Angstzustände leide oder wie die Zusammenarbeit war, wenn du dein Zwergenbaby sozusagen in fremde Hände gibst, mehr oder weniger, und was eben eine Firma draus macht. Ja. Das war sehr schön damals. Ja, und es war auch übrigens ein absolut großartiges Spiel. Das habe ich total gerne gespielt. King Art ist einfach gut. Ich finde es immer noch spannend, wenn du überlegst, wie im Vergleich zu großen Studios, was King Art daraus gezaubert hat, auch im Vergleich zu. Wenn Ubisoft irgendein Assassin's Creed Ding baut, haben die 250 Millionen oder was weiß ich wie viel. Also sehr viele Millionen an Budget. Und das hast du eben als deutscher Entwickler eher nicht, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Ja. Und das war schon echt großes Ding, was die abgeliefert haben. Und dann noch das geile Song mit Blind Guardian zusammen. Was will man mehr? Oh ja, allerdings. Worauf du gerade angespielt hast, war, dass ich dir damals von einer meiner Ideen zu einem Buch erzählt habe und ich bisher es nicht geschafft habe, mehr als zwei Kurzgeschichten dazu zu schreiben. Das ist hier innerhalb meines Channels durchaus bekannt, weil wir da letztens auch mal drüber gesprochen haben, und der liebe Kai Rosenkranz, ich weiß nicht, ob du den mal kennengelernt hast. Ja, doch, wir haben... Musiker Kai? Ja. Der will unbedingt eine Vertonung zu der Geschichte machen. Und jetzt habe ich so ein bisschen Druck im Nacken und werde meine Woche in Holland tatsächlich dazu nutzen, da mal wieder etwas dran weiterzuarbeiten. Ne? Dass du mal nicht so entspannt wirst in Holland. Na genau, dass du dich mal bloß nicht, bloß nicht erholst. ja, also so entspannen tue ich mich tatsächlich nicht. Mir wird ja immer schlecht, wenn ich rauche. So, aber was ich noch fragen wollte, also du bist jetzt seit guten 15 Jahren in dieser Branche unterwegs. Und hast bei vielen Verlagen, natürlich bis auf Knauer, ja immer mit den gleichen Lektoren gearbeitet, denk ich mal. Nee, das wechselt mitunter schon sehr. Also zum einen gibt es Verlagslektoren, also die Menschen in einem Verlag, die zuständig sind für ein Projekt. Ja. Und dann gibt es die freien Lektoren, die von Verlagen angeheuert werden, wenn der eigene Lektor, der eigene Lektorin gerade nicht so viel Zeit hat. Und das variiert schon sehr, weil innerhalb der Buchbranche in Verlagen gibt es ganz viel Fluktuation, dass jemand von Verlag A nach Verlag B, das
geht. Das ist mitunter echt lustig. Je nachdem, wo du gerade bist, triffst du die Leute wieder, die du vor 5 Jahren gesehen hast. Mhm. Also es wechselt schon. Da gab es schon einige Lektoren und Lektoren, die ich zusammengearbeitet habe. Hast du... Das ist auch ganz spannend gelegentlich, wenn man sieht, wie unterschiedliche Gewichtung ist. Also je mehr verschiedene Input du kriegst, desto besser ist es halt. Immer im Grunde, wie beim Auto, du müsstest 5 TÜV-Prüfer ums Auto laufen lassen, weil jeder guckt auf was anderes. Hast du so ein oder zwei Lieblingslektoren, wo du so sagen würdest, mit dem, da laufe ich zu Hochformen auf, weil der kitzelt mich auf eine bestimmte Art und Weise und bei dem anderen, mit dem arbeite ich gern, aber da haben wir nicht so einen Flow, in den wir reinkommen? Ich habe damals mit Ralf Reiter, der ist immer noch Lektor, freier Lektor, habe ich sehr gern zusammengearbeitet, der Ulda im Endeffekt durchlektoriert hat. Angela Küpper, die hat damals die Zwerge lektoriert. Mhm. Hanka Jobke, mit der habe ich jetzt gerade zusammen, auch sehr gut. Mhm. Und alle haben so verschiedene Schwerpunkte, das ist super spannend zu sehen, auch rückwirkend betrachtet, wer wo genau hinguckt. Ja, finde ich ganz interessant. Ne? Das ist so wie der Producer bei uns in der Games-Branche. Da gibt es auch Leute, die man als Producer dann liebt und eigentlich gar nicht mehr loslassen möchte. Und wenn die dann einen Publisher verlassen und woanders hingehen, ist echt heikel. Schau mal, jetzt kommt hier von MAC, wie ich gelernt habe, von Celestis, kommt. Hallo Celestis übrigens. Ich weiß nicht, ob die Frage schon kam, musste den PC auslassen wegen schwerem Gewitter. Wie viele Bücher hast du bereits geschrieben? Lieber Markus. Du hast so Wikipedia gerade aufgemacht. Ja, habe ich auch. Ja, ich könnte es gar nicht zählen. Ich habe so ein bisschen den Überblick verloren, muss ich ganz ehrlich. Also mein neuester Spruch ist, aber der zählt auch nicht mehr so lange, ist, dass mein Lebensalter, die Schuhgröße und die Anzahl der Romane ungefähr eins sind. Ja, ich hätte jetzt auch auf so 40, 45. Irgendwas über 45. Ja. Wenn man die Kinderbücher mit dazu nimmt. Mhm. Es sind irgendwas um die paar 40, 50. Meine nicht ganz hoch. Die Zwerge hat hier ja auch nicht zuletzt, weil es ja finanziell sehr erfolgreich war, natürlich auch so ein bisschen Freiheit gegeben, mal verrückte Sachen zu machen, Sachen auszuprobieren und so. Und was ich total cool fand, war, dass du an einem Musical mitgearbeitet hast. Wie kam es denn dazu? Das war die Saarland Connection tatsächlich. Da siehst du wieder, wir sind weniger. Aber mächtig. Ja, Frank Nimsgern. Wie heißt der? Frank Nimsgern. Nicht wirklich. Ja, wie kann man denn so einen Nachnamen? Was ist denn bei euch im Saarland los? Ich weiß gar nicht, ob er gebürtiger Saar, ich glaube. Aber auf jeden Fall, er ist Musical-Macher, Produzent, Komponist. Mhm. Und der arbeitete mit einer Musical-Firma zusammen, der Galissas, die sitzt in Berlin. Das sind Leute, die zum einen Musical-Rechte verwalten und zum anderen neue Projekte entwickeln. Und wir haben gedacht, komm, lass mal was zusammen machen. Und dann haben wir uns da getroffen und es ging hin und her. Und siehe da, plötzlich saß ich dann mittendrin am Projekt. Es gibt immer wieder mal so bin noch am zweiten Musical gerade dran. Ja. Das sind so Nebenschauplätze und Nebenprojekte, die man machen. Weil es geht wieder um Geschichten erzählen, aber anders, komprimierter. Du weißt, du hast nur 60 beziehungsweise dann 45 Minuten. Du musst direkt auf den Punkt kommen, da muss jeder Satz sitzen. Du hast ja nicht Zeit, stundenlang zu erzählen, sondern Leute müssen aufs Klo oder wollen das nächste Lied hören. Und das ist halt eine super coole Herausforderung, wenn man das mag. Es handelte sich um das Musical Tim Thaler. Tim Thaler. Und das finde ich auch so nicht, cool. Ja, so genau. Alt sind. Wir sind ja damit, aber nein, unsere Generation. Wir wurden ja groß mit diesem wunderbaren, es war damals zu Weihnachten, diese klassische Weihnachtsserie im ZDF. Ja. Tim Thaler, das verkaufte Lachen von James Krüss im Original und wir basieren auf dem Original von James Krüss. Genau. Mhm. Und ich fand Tim Thaler, ich habe das Musical nicht gesehen, ne? Aber ich fand ich Tim Thaler natürlich als Serie fand ich großartig. Also mein Gott, hat mich das geschockt, dass man sein Lachen verkaufen kann. Meine Güte, wie kann man denn sein Lachen verkaufen? Ich war ganz mitgenommen. Naja, ich habe es damals mitgezogen, aber es kam keiner vorbei. Ich hätte das auch mal gerne. Ja, auch kein Teufel vor allen Dingen. Ne? Aber ich fand dieses jede Wette gewinnen, fand ich super. Ja, das ist ja der Gag an der Sache. Also Sachen, die du dir nicht vorstellen kannst. Und das meinte ich mit, es wurde schon alles erzählt, nur was du daraus machst, ist das Spannende. Mhm. Das ist ein klassisches Märchenmotiv, dass der Teufel dir einen Vorschlag macht, und du darauf eingehst und dann aber wieder erlöst werden musst. Das ist ein Klassiker schlechthin. Mhm. Aber dann spielt das plötzlich in unserer Zeit, beziehungsweise in den 20ern.
und er verkauft das Lachen. Wie abgefahren ist das denn? Mhm. Ja? Das steinerne Herz hat mich damals super, super beeindruckt, dass jemand sein Herz hergibt, ist ja im Grunde so ähnlich, nur mhm. das Herz ist sowas grandios. Und ja. dann, worin besteht der Trick? Was nimmst du, wo legst du deinen Schwerpunkt und dann ist alles Phänomen. Mhm. Jetzt habt ihr das Musical zusammen mit, also die Musik und die Texte zur Musik kamen von Xavier Naidoo, glaube ich. Ne? Genau, die Texte teils von mir, teils von ihm. Ach, so rum. So und okay. die Musik von ihm. Ja, wie ist denn die Zusammenarbeit mit so einem Musikprofi wie Xavier? Das war Xavier. Ja, sagt man nicht. Xavier. Ich weiß nicht, das sind in der Nähe von Frankreich. Aber wir, ja, ich sag immer Xavier. Ich sag auch Harry, sagt, Harry Potter. Ja. Harry Potter. Harry Potter. Ja, das Harry stimmt. Potter. Nein, tatsächlich Xavier. Also hat jetzt Xavier. Na gut. Die Zusammenarbeit war super entspannt. Für jemand, der so erfolgreich ist. Reichsbürger ist. Ja, damals. Ja, das Spannende ist, damals war das nicht das Thema. Nee, glaube ich. Glaub ich. Kam erst hinterher, dieses, was auch immer dann war. Ja. Aber das damals war er einfach nur furchtbar erfolgreich. Und da habe ich überlegt, jetzt mit jemandem zusammenzuarbeiten, der so mal entspannt Faktor 50, 60, 100 gefühlt erfolgreicher ist als man selber. Ja. Mal gucken, wie der so drauf ist. Und wie da, er war super entspannt. Und genauso super entspannt war Zusammenarbeit mit Hansi oder mit der Band Blind Guardian, um eine komplett andere Musikrichtung aufzutun. Auch eine Band, die ich als Rollenspieler im Keller gehört habe. Mit denen arbeitet man dann zusammen und die sind die entspanntesten Menschen der Welt, wo du auch denkst. Das war bei die Zwerge, ne? Das war bei die Zwerge, ne? Oder Korax, auch Jungs, die schon ewig im Geschäft sind. Ja. Dann arbeitet mit dem zusammen an einem Fantastical, der Flug des Drachen. Noch da alles super entspannt. Ich habe in meiner ganzen Zusammenarbeit mit Musikern noch keinen arroganten Typ kennengelernt. Ganz egal, in welchem Bereich der Musik er jetzt unterwegs war. Und das fand ich immer super entspannt. Wir haben das bei uns als Event-Organisatoren haben wir das durchaus mal gehabt. Also die Show-Acts, die man dann abends zu so einer Preisverleihung holt oder so, da merkst du schon, das sind so die Auftritte, die will eigentlich kein Musiker wirklich machen. Publikum, ja, für das du nicht, die nicht wegen dir gekommen sind und Pausenfüller. Und die sind dann schon auch durchaus mal ganz besonders piefig gewesen, ja, und wir hätten aber gedacht, wir brauchen 5 Handtücher in unserer, ihr spielt 10 Minuten, wofür braucht ihr auch nur ein Handtuch, ja, aber mit denen haben wir schon diskutiert, aber ich kann mir vorstellen, wenn man mit Musikern an Projekten arbeitet, die gerne machen wollen, das ist natürlich, ne, da treffen Künstler aufeinander, das ist bestimmt hochkreativ. Ist halt, eine andere Gelegenheit zusammenzutreffen, wobei ich das auch schon gemacht habe, ich war mit Kantal unterwegs, auf Tour. Wir waren mit Persephone damals auf Tour. Ach, wie geil. Wo wir im Tourbus geschlafen haben. Alter, ich kann dir sagen. Aber das ist auch halt einfach eine geile Erfahrung, wenn du mit einer Band auf der Bühne unterwegs bist. Wir haben eine Mischung aus Lesungen und Performance und Musik gemacht. Ja. Das ist halt natürlich, wenn du wirklich die kreativen Sachen zusammenwerfen kannst, es kommt was Neues raus. Und die Leute sind überwiegend positiv überrascht und finden das cool. Ja, was Besseres kann ja nicht passieren. Nee, gar nicht, ne? Sag mal, wenn du dir solche, ja, wie soll man das sagen, also deine Gastauftritte in anderen Bereichen anguckst, ne? Musik oder Theater oder sowas, könntest du dir vorstellen, halt auch mal ein richtiges Drehbuch für einen Film zu schreiben? Also mal wirklich über Jahre was ganz anderes zu machen? Einmal gemacht, aus dem Film wird meistens nichts. Ah, ja. Weil das Problem, das man in Deutschland hat, ist, ich habe schon bei 1-2 Produzenten gesessen. Man wird kontaktiert mit, lass uns doch mal zusammen was machen. Dann kommst du runter und hast dir natürlich 10 Sachen vorbereitet, denen du präsentieren kannst. Dann sagen alle, ey, das ist echt geiler Scheiß, aber der ist so geil und das können wir nicht verkaufen. Aha. Das will in Deutschland, wir kriegen es bei keinem Sender verkauft. Das ist das Problem, dass wenn du nicht das Gleiche nochmal nur in Blau machst, du ganz viele Türen einrennen müsstest, um das überhaupt jemals auf dem durch Sky, durch Amazon, durch Apple macht jetzt, glaube ich, auch, will jetzt auch Filme machen, wenn ich das richtig noch im Hinterkopf habe. Und die Amis waren da sowieso schon ein bisschen vorne dran mit den ganzen, mit HBO und den ganzen Leuten, die schon Bezahlfernsehen hatten und eine Kriegskasse hatten.
das hast du in Deutschland nicht. Das heißt, du hast hier keinen, der auf gut Glück sagt, na gut, dann haue ich mal 10 Millionen Produktion rein, vielleicht wird es ja was. Mhm. Wenn man weiß, dass in Deutschland ein Tatort um die 1 Million bis 1,2 Millionen kostet und das wird schon eine harte Nummer, kannst du ausrechnen, wie viel Risikobereitschaft hier ist, zu sagen, du, ich habe hier 3 neue Stoffe, dann wird das eng. Ja. Das ist, wie gesagt, nicht böse gemeint von der Branche, es gibt wohl so Gesetze, die so sein müssen. Stichwort Deutschland bringt mich natürlich zum wahrscheinlich auch in der Literaturbranche Heiligen Gral, ja, dem weltweiten, dem amerikanischen Markt. Sind deine Bücher ins Englische übersetzt worden und in Amerika erschienen? Wie laufen die da? Also ich meine, eigentlich gerade bei Die Zwerge würde ich ja denken, da muss doch so ein amerikanischer Produzent sitzen und sich die Fingerspitzen ablutschen. Dadurch, dass der Name erkennbar deutsch ist auf dem Cover, ja, ist es für den anglosprechenden Menschen auch schon schwierig zu überlegen, wie spricht man diesen Nachnamen aus? Bei Markus, okay, ob er das mit C oder K schreibt, ist jetzt langlos, aber beim Nachnamen wird es schon schwierig. Ja. Also, what the Lieb, ich komme dann immer mit Wuthering Heights. Ja. Hey, cool. Ja. Dann wissen sie, wie man es ausspricht. Die Bücher verkaufen sich ganz okay, aber nicht so, dass ich davon leben könnte tatsächlich. Also die Zwerge sind sehr weit rumgekommen, die haben sich einmal rund um den Globus übersetzt. Russland, Japan, China, sonst irgendwas. Mhm. Aber das ist für die Wall of Fame super, ja, aber nicht, um davon leben zu können. Ja, interessant, ne? Weil man ja denkt so, wow, ich bin in Amerika rausgekommen, jetzt kaufen 30 Millionen Amerikaner mein Buch. Ich und gefühlt 80 Millionen andere Fantasy-Autoren. Ja. Der amerikanische Markt ist ja viel stärker von heimischen Autoren besetzt, wie gesagt. Wie sehr hat sich für dich das Schreiben verändert, seitdem es Kindle gibt und Amazon und? Ist das für dich, denkst du, interaktiver? Denkst du in Updates? Nur andere Medien, also andere Textdarreichungsformen. Ansonsten bin ich mit meinen Verlagen sehr zufrieden, wo ich unterwegs bin. Würde das auch nicht ändern wollen. Ich habe also ein, zwei Versuche gemacht bei Kurzgeschichten, weil ich einfach wissen wollte, wie das funktioniert. Ob das jemand interessiert, wie das mit Abrechnung funktioniert, weil ich finde, manche Dinge muss man probiert haben. Nicht alles, aber manche Dinge muss man um überhaupt zu verstehen, was für ein System hinten dran steckt. Hat mich jetzt nicht großartig gereizt. Dazu muss man wissen, wenn wir von E-Book reden, weil du Kindle oder sei es Tolino oder irgendeine andere E-Book-Basis, es ist nach wie vor ein kleiner Markt. Und ein kleiner Markt mit sehr, 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 sehr vielen Anbietern. Dadurch, dass das Self-Publishing im E-Book-Bereich relativ einfach ist, haben selbst die brillantesten E-Book-Leute ein Problem damit, gesehen zu werden. Weil du hast einen sehr kleinen Markt mit einem sehr großen Angebot. Ja. Und, das ist schwierig. Und deshalb bin ich echt froh, mit meinen Verlagen unterwegs zu sein. Ich finde es wahnsinnig unbefriedigend auf dem iPad, wenn ich abends ein Buch zu Ende gelesen habe und dann noch liege und denke so, oh, jetzt stöberst du mal ein bisschen in dem Shop, ein cooles neues Buch zu finden. Ich finde, die Suchfunktion ist irgendwie 10 Jahre zu alt, wie die Kategorien dargestellt werden, welche Titel so als meistverkaufte gerade oben sind, das sind dann meistens die, was weiß ich, Perry Rhodan, also nichts gegen Perry Rhodan, weil du ja auch das ein oder andere dazu geschrieben hast, ne? Nur eins. Ach, nur eins, okay. Ja. Na, gut. Ich glaube, Andreas Eschbar. Andreas hält, glaube ich, die Wall of Fame, was Anzahl von Gastromanen angeht. Echt? Ja, aber da kämen wir wieder, was das angeht, was du sagtest. Das wäre jetzt der klassische Vorteil des Buchhändlers. Der Algorithmus bringt dich nicht weiter. Der Buchhändler weiß aber, du bist 3-mal in seine Buchhandlung gekommen oder 4-mal oder guck, was du, kann ich ein bisschen einschätzen, weiß, wie dein Humor ist. Dann sagt er, wir hätten es jetzt vielleicht nicht freiwillig gekauft, aber ich weiß, es wird ihm gefallen. Das ist halt der Vorteil des Stationären. Ja, Empfehlungsmanagement. Ne? Aber genau. Ich bin da immer wieder erschrocken, wenn man sich gleichzeitig anguckt, wie gut der Amazon-Shop eigentlich ja funktioniert. Ne? Das hat sie interessiert. Hier sind meine Buchempfehlungen. Und das scheint eine Kunst zu sein, die tatsächlich in erster Linie Amazon beherrscht und Apple irgendwie im Augenblick noch radikal ignoriert. Ja, wann hat Amazon angefangen? 98? Sie hatten ja auch 20 Zeit. Ja, wahrscheinlich ist es Zeit, das. Den ganzen Kram zu optimieren. Diese
Plattformen werden auch durch deine... Warten. Sieht man mich noch oder soll ich hier mal Licht anmachen? Geht's noch? Mach ruhig mal Licht an. Du warst gerade so schön sonnig. Das war... Ja, die Sonne ist jetzt. Jetzt kommt die Dunkelheit. Jetzt kommt die Dunkelheit. Guck mal. Sag mal, was hast du denn da hinten für ein interessantes Gemälde? Sieht man das? Ja, so, man sieht das Spiegelei in der Mitte. Es ist tatsächlich eine durchbrochene Marguerite mit einem schwarzen Querbalken drüber, die aber ganz filigran ausgemalt ist und so. Das hat mich damals so fasziniert, das Ding, dass ich es haben musste. Ja, das ist interessant, echt. Ja. Findest du als Hintergrund für so ein... Gut, ne? Ja, hat was. Achso, genau, hier Online-Plattformen, die werden von deinem Verlag auch mitbedient. Ne? Du hast nicht irgendwie das Recht zu sagen, auch alle meine Kurzgeschichten publische ich selber. Das wäre ja... Auch Kurzgeschichten schon selber. Also die kann ich natürlich an einen großen Verlag geben, kann aber Kurzgeschichten schon selber machen. Aber Kurzgeschichten sind in erster Linie, wie gesagt, ich habe ein, zwei selber ausprobiert. Fand ich jetzt spannend, aber nicht so, dass ich einen Schwerpunkt drauflegen würde. Ja. Und ansonsten findet man Kurzgeschichten bei mir ganz oft in Anthologien von kleinen Verlagen, bei denen ich mitmache, weil es mir einfach Spaß macht. Weil ich dann die Idee so spannend fand, bei der Anthologie mitzumachen, dass ich sage, ey, cool, das ist eine Herausforderung, von denen ich ja vorhin sprach. Ja. Weil du weißt halt einfach, mit Anthologien machst du, das ist der Grund, warum große Verlage selten Anthologien noch machen, mit Anthologien machst du halt eigentlich kein Geld, also kein großes Geld. Deine aktuellen Bücher, ich habe sie hier mal auf. Da haben wir einmal Doors. Und Doors gibt es in drei Varianten. Es kommt allerdings erst noch raus. Ne? Warte mal, wann? Ich wollte gerade sagen, du bist ja noch selbst raus. Wir erscheinen mit, also los geht. 1. Oktober 2018. Wir machen jetzt mal abgefahrenen Scheiß, hat der Knauer Verlag und ich uns gesagt. Wir hauen ab August wahrscheinlich einen kostenlosen Piloten raus. Also den kriegst du auf allen Download-Plattformen und sonst wo alles for free. Wahrscheinlich stellst du bei mir auf die Webseite, bei Knauer auf die Webseite. Überall kriegst du den kostenlosen Piloten. Dazu haben wir noch fünf Kurzgeschichten geschrieben, die verschiedene Elemente da anteasern. Auch die sind dann kostenlos unterwegs. Und am Ende dieses Piloten entscheidet dann der Leser, die Leserin, was als nächstes passieren soll. Das heißt, wir haben eine Heldentruppe, die einen Auftrag bekommt und die endet vor drei Möglichkeiten. Und je nachdem, wie sich der Leser, die Leserin entscheidet, welche Möglichkeit genommen wird, dann greift Doors X, Y oder Fragezeichen, das sind die drei, die du gerade gefunden hast, dann gibt es drei verschiedene Romane. Okay. Mit drei verschiedenen Enden und drei verschiedenen Auswahlen. Das heißt aber, wenn du sagst, der Leser entscheidet selbst, das heißt schon, dass er auch alle drei nacheinander lesen kann. Oder bringt der Verlag dann nur eine dieser drei Varianten raus? Der kommt mit allen drei auf einen Schlag am 1.10. raus, sodass eine Grundentscheidung getroffen werden kann. Du kannst natürlich von Anfang an sagen, ist mir egal, ich lese alle drei. Ja. Oder du sagst, oh, die hat mich jetzt nicht so gefetzt, ich lasse es ganz. Oder sagst, na gut, eine Chance gebe ich ihm noch. Mal gucken. Das wird ein echt abgefahrenes Experiment, weil wir so überhaupt gar nicht wissen, was passiert. Also, hier bei Amazon steht... Spiegel-Bestseller-Autor Markus Heitz lädt die Leser zu einem actiongeladenen Mystery-Abenteuer in drei packende Alternativwelten ein. Entscheiden Sie selbst, welche Welt Sie zuerst erleben wollen. Doors? Fragezeichen, Doors, Ausrufezeichen oder Doors X? Drei Bücher, drei Welten, drei Türen. Welche wirst du öffnen? Hinter diesen Türen lauert vieles, auch das Abenteuer. Der schwerreiche Vater der vermissten Anna-Lena van Damme. Oh, das nicht geschrieben wie der Van Damme. Ja, ach stimmt. Schickt den Ex-Soldaten Victor mit einem fünfköpfigen Geo-Expertenteam los, um seine Tochter zu suchen. In einem gigantischen Höhlensystem entdeckt die Gruppe mehrere Türen mit mysteriösen Zeichen. Um Annalena zu retten, müssen sie sich auf Pfade jenseits von Wissenschaft und Vernunft einlassen. Eine dieser Türen führt die Gruppe mitten in die 40er Jahre. Doch hier hat Nazi-Deutschland früh kapituliert. Die USA haben kolonialgleiche Kontrolle über Europa übernommen und drohen dem Widerstand, angeführt von Russland, mit einem Atomschlag. Will Viktor überleben, muss er diesen Wahnsinn stoppen, um jeden Preis. Der Trick an der Sache ist, in drei Büchern ist der Hauptauftrag für die vermisste Person plus Nebenplot, wenn man so möchte. Ja.
Und das verläuft mitunter mal ganz anders. Und ich wollte 40er Jahre einfach mal ohne Nazis. Ich dachte mir, mach was völlig Überraschendes. Ja. Mach mal 40er Jahre ohne Nazis. Das ja. Ist der Renner. Mit den Amis als böse Kolonialmacht. Nein. Sie bringen die Freiheit. Die Freiheit, ja, natürlich. Ja. Ja, ist so. Also ist ja. Bewusst natürlich mit ganz großen Augenzwinkern und Bösartigkeit geschrieben. Ja. Aber das ist der kleine Historiker in mir, fragt sich ja dann, was wäre eigentlich gewesen, wenn so die klassischen Dinge. Also bei mir hat Stauffenberg funktioniert und dann hat Nazi-Deutschland gesagt, nee, Feierabend, dann hören wir auf den Quatsch. Dann waren die Amis aber schon da. Mhm. Und dann haben sie gesagt, na gut, dann räumen wir so auf, dass hier keiner mehr nervt. Ja. Ich finde das Szenario sehr witzig. Ja, ich bin gespannt. Also ich habe alle drei auf meiner Wunschliste. Ne? So, dann... Das andere Szenario, um das noch kurz an... Also wir gehen auch ins Mittelalter. Ach so, ich dachte, die Szenarien selber werden nicht verraten, weil das ist das Einzige, was hier steht. Ja, das ist Geheimnis. So, die 40er, wir haben noch das Mittelalter und wir haben noch... Warte, jetzt war die Verbindung weg. Wir haben noch das Mittelalter und dann? Und das Mittelalter und die Gegenwart. Und die Gegenwart, okay. Ja. Mhm. Erzähl mal ein bisschen. Ach so, soll ich? Ja, sicher. Mittelalter fand ich weiß nicht, man stolpert gelegentlich über die These des erfundenen Mittelalters. Mhm. Die These des erfundenen Mittelalters besagt, dass die Zeit von 600 bis 900 nachträglich geschichtlich umgeschrieben wurde. Und zwar vom 10. Jahrhundert oder 11., je nachdem. Ich als Historiker glaube nicht, dass es so ist, dass jemand nachträglich Geschichts- oder Quellen umgeschrieben hat. Als Autor muss ich natürlich sagen, klarer Scheiß. Also ja. Eine bessere Vorlage. Ich habe mich dann immer gefragt, warum sollte jemand 300 Jahre Geschichte umschreiben? Also was ist da passiert, dass man fälscht, großflächig in Europa? Mhm. Meine Erklärung war schlicht und ergreifend, dass in diesen 300 Jahren es ein Matriarchat gab in Europa. Mhm. Und was die Frauen das Sagen hatten, es gab Kaiserinnen, die Geschichte entsprechend auch verlaufen. Mhm. Dann haben die Männer einen Aufstand geprobt. Und die Männer haben gesagt, so, wir müssen das alles umschreiben. Mhm. Sonst nerven uns die Frauen die nächsten 1000 Jahre damit. Guck mal, früher, bei uns lief das besser. Und ja. Dann habe ich gesagt, guck mal, das ist ein sehr schöner Ansatz für einen Roman. Finde ich cool. Das wird ja auch zu Maria Magdalena und den ganzen anderen plötzlich als Huren auftauchenden Figuren. Ich habe nicht verstanden. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass die These stimmt. Es gibt da ein Battle schon die ganze Zeit, warum noch nicht. Aber weil mir auch der Grund mir eingefallen sein könnte, warum man was umschreibt. Ich fand das als Autor, diesen Grund für mich zumindest sehr plausibel. Ja. Sehr cool. Und der Gegenwartsplot, da geht es ganz viel in den Höhlen hin und her, Verschwörer ins Spiel, die diese Besonderheit der Türen nutzt, um ein bisschen an der Weltherrschaft rumzudrehen. Ja. Ich bin sehr gespannt. Sehr cool. Also diesen Mittelalterplot, das kickt mich tatsächlich am meisten gerade. Spannend. Ja. Dann kam am 1. März 2018 dein aktuellstes Buch raus, ne, Die Klinge des Schicksals. Genau. Habe ich noch nicht gelesen, habe ich mir aber geholt, ist für den Urlaub eingepackt, runtergeladen. Unheimlich abenteuerlich und actionreich, der neue Dark-Fantasy-Bestseller von Markus Heitz. Seit vor 150 Jahren der Wald in Jakin. Richtig ausgesprochen? Ja, ja. Begonnen hat sich unaufhaltsam auszubreiten, sind die Menschen immer weniger geworden. Allein das finde ich schon. Die letzten Überlebenden wurden auf eine Halbinsel zurückgedrängt. Immer wieder hat man Expeditionen ausgesandt, um ein Mittel gegen das Vordringen der Bäume zu finden. Keine Kehrte zurück. Bis die legendäre Kriegerin Danestra auf Kalenia trifft, die eine schier unglaubliche Geschichte erzählt von einer Siedlung im Wald und einem grausamen Überfall, der das wahre Böse offenbart habe und von einer Verschwörung unter den Menschen, die nur sie, Kalenia, aufdecken könne. Sie bittet die Kriegerin um Hilfe, doch kann Danestra ihr wirklich trauen. Der Gag an der Sache ist, es ist zum einen ein Standalone, das heißt, es gibt auch nur ein Band. Mhm. Also es ist nicht der Auftrag einer neuen Serie, sondern einfach nur ein Band. Ja. Das ist für mich selber sehr überraschend. Ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ich sage auf Lesung, ja, es ist, wer meine Bücher kennt, denkt, es kommt so oft jetzt nicht vor im Fantasy-Bereich bei ihm. Mhm. Ich habe aber aktuell wirklich keine Fortsetzung geplant. Der Gag daran, der zweite Gag daran ist, dass die Heldin 60 plus ist. Also wir haben hier nicht den klassischen Jungspund, der loszieht, um Abenteuer zu bestehen, sondern eine gestandene Heldin, die schon einiges erlebt hat, trotz ihrer Besonderheiten oder gerade wegen ihrer Besonderheiten. Ja. Und ja, die BIA.
Ich bin sehr gespannt. Was ich hier so cool fand, ist jetzt nochmal gar nicht so sehr das Inhaltliche oder sowas, sondern man geht bei Amazon rein. Es gibt natürlich sofort ein Hörbuch zu dem Ding. Das kommt nicht einfach nur als Buch raus, ja. Finde das wiederum aber schon ganz lange so. Also früher war es ein bisschen problematisch, inzwischen ist das fast normal, dass zum Roman auf jeden Fall, wo man annimmt, dass es halbwegs erfolgreich sein könnte, dass das Hörbuch gleich mit rauskommt. Hörbuch heißt, da liest jemand dein Buch vor. Das ist nicht zusätzlich mit mehreren Sprechern nochmal produziert. Das wäre ein Hörspiel. Hörspiel, alles klar. Inwieweit bist du dann bei dem Lesen dabei? Also ist das so, dass du dich wie so eine Art Regisseur daneben setzt und sagst, nee, da muss aber mehr und... Um Gottes Willen. Hm. Also es gibt Hörbuch-, Hörspielregisseure, die das entweder gelernt haben oder sich so drauf gearbeitet haben, dass sie das können. Mhm. Ich könnte das nicht, beziehungsweise ist ja auch alles eine Zeitfrage. Es ist ja nicht so, dass die unendlich viel Zeit haben im Studio, sondern auch da ist es halt wichtig, dass das Ganze relativ zügig geht. Mhm. Deshalb lese ich auch meine eigenen Hörbücher nicht an, weil ich keine Zeit habe und ich auch kein trainierter Schauspieler bin. Ja. Wenn man weiß, wie anstrengend sowas ist, also meine Lesungen gehen so eine Stunde, das macht mir auch Spaß, Vorlesen macht Spaß, aber ich merke dann nach einer Stunde, dass meine Stimme dann sagt, so, hör mal zu, wird Zeit, dass wir langsam zum Ende kommen und spätestens nach 2 Stunden durchgehend sprechen. Ja. Die sprechen ja durchgehend. Ja. Dann müssen sie auch mit verschiedenem Druck arbeiten. Dann sagt der Regisseur, nee, mach das nochmal ein bisschen mehr gehauchter. Dann musst du das nochmal und so weiter und so fort. Das heißt, die arbeiten eine Woche, jeden Tag, ganz viele Stunden an diesem Ding. Da könnte ich meine Stimme in die Tonne treten. Und deshalb lasse ich das mal schön die Profis machen. Ich finde das total faszinierend. Ich habe das 2-3 Mal damals bei RTL mitbekommen, wie die es hinkriegen, abends nach Hause zu fahren und am nächsten Tag an der quasi mit derselben Stimme, Geschwindigkeit, Tonlage, ja, mit demselben Stimmdruck weiterzumachen. Also ich hatte vor 2 Monaten ein Panel mit Andreas Fröhlich, der ist einer von den 3 Fragezeichen. Ach, daher, genau. Ja. Und mit Dietmar Wunder, der Daniel Craig unter anderem spricht, also James Bond. Und das war total witzig, weil die ihn auch vorgemacht haben und die sind immer meistens 3-4 verschiedene Synchronstimmen auf. Dass du immer sofort, wie sie moduliert haben, dass du sofort immer diesen anderen Charakter vor dir hattest. Das ist super spannend. Und da siehst du halt, das werde ich nie hinkriegen. Das, wie gesagt, ich habe meine Erzählerstimme, ich versuche dann so ein bisschen bei Lesungen, dass Leute merken, dass jemand anderes spricht. Aber dann hörst du die Profis und weißt du, halt, schreib einfach deine Geschichten weiter. Und was die Leute das machen, was sie können, und mach du das, was ich einigermaßen kann. Ja, aber es ist trotzdem nochmal ein Riesenunterschied, ob man einen professionellen Schauspieler etwas vorlesen hört, ne? Oder den Autor selber. Ich finde, es macht einfach viel mehr Spaß. Ja, das ist richtig, aber ich finde es umso beeindruckender, wie interpretiert wird und was sie draus machen. Wir hatten jetzt, das war beim Musical schon der Fall, wenn ich geschrieben habe, mir war völlig klar, was passieren soll und dann sitzt du zum ersten Mal bei den Proben dabei und denkst, das ist total abgefahren. Menschen tun auf der Bühne das, was ich hingeschrieben habe. Ja. Und dann waren wir jetzt, es gibt ein Hörspiel aktuell bei Audible, die Meisterin, was ich geschrieben habe. Da haben wir eine Live-Lesung gemacht zur Präsentation mit Stefan Luca und Bettina Zimmermann. Und das ist total abgefallen, wenn du siehst, wie 2 Schauspieler live lesen und dann auch auf der Bühne sozusagen dazu abgehen. Mhm. Das ist total beeindruckend. Mhm. Und das ist jetzt auch der Moment, wo ich als Autor mich zurücklehne. Das ist mein Text, ja, aber er ist anders. Ja, ist er besser dadurch? Er ist anders. Anders, ne? Das ist genauso wie, für mich ist es mein Buch, solange ich an meinem kleinen schwarzen Notizbuch, ein kleines schwarzes Notizbuch, eins von vielen, da kommen meine ganzen Ideen rein, die ich so zu schreiben habe. Das ist alles mein Text. Mhm. Sobald ich dann irgendwann meine Belegexemplare kriege, ist das schon wieder ein Stück anders. Mhm. Ja? Also hier ist es mein Baby, hier bin ich dran, hier werke ich dran rum, hier schleife ich, mache ich. Mhm. Und sobald das Buch aber fertig ist, ist es zwar ein cooles Buch, aber es ist schon wieder was anderes. Wo du gerade sagst, das ist mein Notizbuch und hier an meinem Apfel schreibe ich. Du schreibst einfach. Du setzt dich hin und du ballerst den Text raus. Das war richtig, ne?
Ja, nachdem ich alles geplottet und geplant habe. Ja, aber du gehst nicht hin und arbeitest in Scrivener und machst die Charakter... Ich habe ein wunderbares Open Office, dieses wunderbare kostenlose Schreibprogramm. Mhm. Mit dem arbeite ich... früher habe ich mal mit Word gearbeitet, aber festgestellt, dass Seite 200 sehr instabil wird. Ja, Wenn du noch 3-4 Kommentare dazu schreibst, ist eh vorbei. Dann damals war das zumindest so. Und deshalb bin ich auf Open Office umgestiegen. Und da ist nichts mit Scrivener, Papyrus, was auch immer. Ja, genau. Genau. Ich habe mal reingeguckt in die Dinger. Wer damit umgehen kann, scheint das wohl zu taugen. Mhm. Mir ist es schon wieder zu kompliziert, weil ich ja ständig irgendwelche Sachen an oder als Option. Dann sage ich lieber, ist nicht mein Weg. Gerade bei Scrivener, damit habe ich selber gearbeitet, weil der Falco Löffler mir das empfohlen hat. Ne? Ah. Und das hat mir tatsächlich enorm geholfen, weil ich sehr chaotisch bin. Ich könnte mich gar nicht an ein Dokument setzen und so von oben nach unten runterschreiben, ne? Sondern ich schreibe hier was, da was, dit. Wir sind doch nicht die gleichen Leute, weil ich sehr strukturiert vorgehe. Ja, ich hatte es befürchtet. Du hast ja auch dein Studium einfach zu Ende gemacht. Ach so, ja, richtig, genau. Ja, was soll das? Das ist eine Frechheit. Schau mal, gerade das war ein einzelner Roman, Die Klinge des Schicksals, aber das habe ich mir auch runtergeladen. Vedora, Staub und Blut, das ist, sind die Sandmeer-Chroniken. Ist das eine Trilogie, eine wie auch immer? Oder? Ein Duo, ein schönes Staubduett, wenn man so möchte. Okay. Eine alte Rollspielwelt, die wir vor über 20 Jahren mit Kumpel zusammen entwickelt haben, weil wir einfach ein Wüstensetting haben wollten für unser Rollenspiel. Ja. Aus dem damals nichts wurde. Wir hatten nur so Grundpfeiler in den Sand gerammt. Dann versandete es. Ich muss jetzt ein paar lustige... Alles klar. Mach ruhig. aber mir war das zu schade, weil das Setting uns damals so viel Spaß gemacht hat. Also habe ich es nach 20 Jahren mit Erlaubnis der Kumpels und Kumpelinen wiederbelebt. Und einer von den Kumpels von damals, Heiko, der hat die Pläne gemacht, die du vorne drin sehen wirst. Aha, also der hat damals schon unglaublich gut gezeichnet und hat auch für dann die Stadtkarten einfach mal so gemacht. Da bin ich sehr gespannt. Ich lese auch mal hier ganz kurz vor, worum es geht. Ne? Im Mittelpunkt einer gigantischen Wüste liegt die schwer befestigte Stadt Vedora. Allein das finde ich schon super. Sämtliche Handelswege der 15 Länder rings um das Sandmeer kreuzen sich hier. Karawanen, Kaufleute und Reisende finden Wasser und Schutz. In diese Stadt verschlägt es den Halunken Liotan und die Gesetzeshüterin Tomea. Mhm. Doch Vedora steht kurz vor einem gewaltigen Krieg, denn die Grotte mit der unerschöpflichen Quelle, die die Stadt zum mächtigen Handelszentrum hat aufsteigen lassen, war einst das größte Heiligtum der Wüstenvölker. Nun rufen die geheimnisvollen Stämme der Sandsee zum Sturm auf die mächtige Stadt. Liotan und Tomea geraten schnell in ein tödliches Netz aus Lügen und Verschwörungen, besitzen sie doch Fähigkeiten, die für viele Seiten interessant sind. Was ich so cool finde, deswegen lese ich das auch so gerne vor, ist, dass man sieht, wie wahnsinnig unterschiedlich du mit deinen Geschichten unterwegs bist. Ja? Du quillst ja über vor irren und coolen und tollen Ideen. Das finde ich echt total faszinierend. Und Dankeschön, aber genau das ist das Problem, dass ich eigentlich nie viel oder nie... Entschuldigung, jetzt war ab und an setzt das Internet so. Ja, bei mir auch. Bei mir macht es, ich überlege gerade, ob mein Mac jetzt zu heiß wird und es draußen zu heiß wird. Ja, sag nochmal, du hast gesagt, genau das ist das Problem und dann... Ich habe zu wenig Zeit für alles. Ach so. Du hast doch mit den Justifiern, hast du doch auch nochmal einen ganz anderen Weg ausprobiert. Ja, du hast quasi das alte Rollenspiel, Justifiers. Das war ein altes Rollenspiel, 89, aus Amerika. Das hatten wir damals gespielt in unserem Rollenspielverein. Dann war es weg. Ja. Das war dann verschwand, es war ein winziges kleines Dings. Mich hat aber immer gegrämt, weil ich fand das Setting so schön. Wo das denn abgeblieben ist. Mhm. Habe recherchiert, habe herausgefunden, wer die Rollenspielrechte hat. Lustigerweise hatte sie damals Human Head Studios, die das erste Prey gemacht haben. Also Computerspiel. Krass, ja. Ich glaube, die hatten vor, mal ein Rollenspiel draus zu machen. Aha. Dann hatten die aber keinen Bock drauf, die haben mir die Rechte verkauft und daraufhin haben wir das Rollenspiel, weil mir war es ein Anliegen. Wir wissen, es ist kein großes Geld im Rollenspiel, im klassischen Pen and Paper. Du wirst damit nicht reich. Das sind so Dinge, wenn du 2.000, 3.000 verkauft hast, bist du der König. Ansonsten
wird es schon eng. Das wussten wir aber es ging einfach darum, weil wir so viel Spaß hatten im Rollenspiel, einfach wieder was zurückzugeben an dieses alte System. Und das was war unser Anliegen. Ja, was ich daran so cool finde, ist, du hast gerade gesagt, ich habe zu wenig Zeit für all meine Ideen. Und wenn man sich jetzt anguckt bei den Justifiers, hast du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Bücher sind da mittlerweile von rausgekommen. Davon hast du zwei selber geschrieben. Genau. Und die anderen 10 haben dann Leute wie Christoph Hadebusch geschrieben oder auch die Lena Falkenhagen, die bei uns in der Games-Branche ja auch sehr viel unterwegs ist. Ne? Die anderen kenne ich jetzt nicht, aber das muss nichts heißen. Und das sind alles Namen, die aus dem Rollenspielbereich oder überwiegend aus dem Rollenspielbereich. Ich wollte eben damals auch schon, was fand ich einfach cool, 5 Mädels und 5 Herren, die aus dem Rollenspiel kommen, die wissen, wie man das macht. Ja. Und denen habe ich die sogenannte Bibel in die Hand gedrückt und gesagt, pass auf, das dürft ihr nicht. Das sind Boss-Themen, das heißt, das sind nur meine Sachen. Mhm. Ansonsten viel Spaß beim Austoben. Ja. Und hilft das, wenn man so sagt, ich habe 1000 Ideen, ich gebe jetzt einfach mal meine Ideen? Das waren ja nicht meine, das waren nicht meine Ideen, die sie umgesetzt haben, sondern es waren ihre eigenen. Also außer den beiden Romanen, die ich geschrieben habe, Collector 1 und 2, sind die anderen 10 Romane komplett von ihnen ausgedacht und umgesetzt. Okay, das heißt, du hast dich auch gar nicht in die Ideen eingemischt, du hast nur das Universum vorgegeben. Nee, ganz im Gegenteil, ich war super gespannt. Ja, spannend, sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend. So, lieber Markus, jetzt sind wir gerade mal, ich würde sagen, vielleicht bei der Hälfte der Bücher angekommen. Also ich dachte, die Hälfte der Zeit. Nein. Eine Hälfte der Bücher und haben halt schon jetzt 2 Stunden verplaudert hier. Ja. Und die nachfolgenden Sendungen verschieben sich. Verschieben sich, genau. Jetzt würde ich ganz gerne einfach nochmal den Chat einladen, auch nochmal aktiv hier Fragen reinzuposten, ihr Lieben. Nutzt die Chance, Markus jetzt auch nochmal ein paar Sachen zu fragen. Weil überhaupt jemand da ist. Obwohl, ja, du machst das ja, da sind Menschen da. Ja. Und auch tatsächlich viele, die ich vorher in meinem Chat so noch nicht gesehen habe. Ja. Tada. Und wir hatten ja überlegt, ob wir noch eine Lesung machen, eine kurze. Ja. Wir haben gesagt, wir entscheiden das spontan. So, und da die Lesung ja vor allen Dingen du machst, während ich ja nur ein schlaues Gesicht in die Kamera halte, stelle ich es dir frei, ob du das machen möchtest. Wie sieht's denn aus mit deiner Stimme und deiner Zeit? Ich habe ein bisschen Bedenken, was die Verbindung angeht. Also habe jetzt öfter Aussetzer, also nicht ich, sondern das Internet. Ja. Deshalb weiß ich nicht, wie cool so eine Lesung ist, wenn du nur weißt, was ich meine, ne? Ja, ja. Ich habe es mal kurz simuliert. Ja. Wir können ja sagen, weil das hier den Leuten auch sehr viel Spaß gemacht hat, wir können ja sagen, wir machen nochmal einen Lesetermin. Wir machen einen Lesetermin? Lesetermin, genau. Vielleicht können wir das ja verknüpfen mit, wenn Doors zum Beispiel rausgekommen ist. Dass wir vielleicht... Das klingt doch gut. Ne, Könnte uns jemand garantieren, dass das Internet dann funktioniert? Ja, da müssen wir noch mal gucken. Also ich habe auch eben mal so ein bisschen hier bei mir rumgeklickt. Hier, daran liegt es nicht, aber ich habe das Gewitter im Verdacht. Weißt du, ich glaube, dass wir einfach ein bisschen Pech haben, gerade mit den schweren Gewittern, die hier einmal quer durch Deutschland jagen. Also ich bin in einer relativ schnellen Internetzone. Ja. Also mein Fuß ist gar nicht so schlampig. Ja. Deshalb habe ich mir überlegt, an was das liegt. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht ist der Mac ist schon ordentlich warm, aber das darf es ja eigentlich nicht sein. Nee, eigentlich wir sagen nicht. Einfach, es ist das Gewitter und gehen davon aus, dass es im Oktober keine Gewitter geben wird. Im Oktober gibt es keine Gewitter. So. Ja. So. Ich habe überhaupt nichts verstellt, lieber Mike. Ich werde hier schon wieder, beschimpft. Ich kriege immer nur Druck von meinen Moderatoren. Ja, aber als Beweis, ich hätte was vorbereitet gehabt. Aber wir machen das, ich hätte ja 2 verschiedene Geschichten zur Auswahl gehabt. Ach, wir machen aber entspannt im Oktober. Ja, es ist jetzt gerade schon wieder das, ich habe die Bilder gesehen, dann war das Bild wieder eingefroren. Lass es uns tatsächlich lieber etwas, ach guck mal hier, die liebe Linda Breitlauch, die Professorin, wollte eine Frage an dich stellen und mein Bot, man hat ja einen Bot heutzutage, der den Chat bewacht, hat gesagt, bitte schreib etwas weniger Text. Sie hat so lange zu viel Text geschrieben. Also warten wir mal ab, was die... Ich habe gedacht, sie meint mich, ich soll weniger Text schreiben. Nein, das ist hier mein Bot hat dazwischen gefunkt. Wir warten mal ab, was unsere Game Design Professorin... Ah, da ist es. So,
So. Linda sagt, ich möchte nur Folgendes loswerden. Ich habe Markus auf dem Deutschen Entwicklerpreis kennengelernt, wo ich die erste Laudatio gehalten habe. Weiß nicht mehr genau in welchem Jahr, aber das war noch in Oberhausen, glaube ich. Nein, es war nicht in Oberhausen, in Essen, liebe Linda. Und ihn seitdem als den unglaublich nettesten und bodenständigsten und eigentlich tollsten Autor kennengelernt. Vielen Dank, lieber Markus, auch dafür, dass du bei uns in Trier warst. Und du bist natürlich jederzeit wieder herzlich willkommen. Du übrigens auch, Stefan. Ja! Juhu! Ja, das lese ich doch sehr gerne vor. Ja, wir können dann auch, wie gesagt, einen Schaukampf machen. Ich habe ja auch... Ja. Oh. Ihr... Linda und du macht den aber, ne? Das finde ich auch symbolisch und auch in den Zeiten der MeToo-Debatte finde ich das super. Ja, es ist mir lieber. Wenn ein großer Mann auf eine kleinere, zierlichere Frau einschlägt. Zierliche Frau mit einer Riesenaxt einschlägt. Ja, ja. Das finde ich gut. Ich habe auch noch eine etwas weiterreichende Frage an dich, die du auch wahrscheinlich gar nicht wirklich beantworten kannst oder wenn, dann nicht beantworten dürftest. Aber wenn... jetzt bin ich sehr gespannt. Ja. wenn du dir anguckst, dass viele der Produkte ja heutzutage sich vor allen Dingen dadurch refinanzieren, dass man sie auf möglichst vielen Plattformen rausbringt, ja? Also Bücher natürlich auf möglichst vielen Plattformen, gibt den Leuten Zugriff auf allen Devices, Bücher, Hardcover, was auch immer, dann ist doch naheliegend, dass man von vornherein nicht nur ein Hörbuch plant, sondern auch immer direkt noch ein Spiel mit dazu oder wenigstens ein Episodic Gaming Ansatz fährt, dass man in Animationsfilmen denkt, die ja weitaus günstiger zu produzieren sind als echte große Filmproduktionen und so weiter. Warum passiert da so wenig? Weil gerade in deinem Universum, ja, was ja vor 1000 verschiedenen Facetten, Ideen, Ansätzen quasi explodiert, schreit doch alles danach von vornherein multiplattformmedial. Im Prinzip ist das ja so, aber wir beide und alle, die gerade zuhören, wissen, dass der entscheidende Faktor für solche zusätzlichen Angebote das Geld ist. Jemand muss es finanzieren. Und solange das nicht reibungslos ist, dass du einen Nebenfinanzierer hast, der sagt, pass auf, ich kriege alle entsprechend relevanten Nebenrechte und finanziere vertraglich festgelegt den ganzen Kram, wird das so nicht gehen. Weil ein Buchverlag gehört zwar oder ist oft ein Konzern oder gehört, aber die alle entsprechend aufgestellt sind für Spiele, für Apps oder was, oftmals nicht. Ausnahme ist Lübbe, wenn ich mich richtig erinnere, die hier Didelic, Didelic mit dem Boot haben. Genau. Die haben versucht, sowas zu tun, was aber nicht ganz so einfach ist. Und das scheitert einfach am Geld schlicht und ergreifend. Wenn du jemanden hast, der genug monetäres Firepower hat, dann gäbe es natürlich theoretisch Spiele, Apps, animierte Filme, was auch immer, aber kostet ja Geld. Weil die Games-Branche gerade sehr intensiv daran arbeitet, eine große bundesweite Förderung zu kriegen, ne, in Höhe von 50 Millionen Euro im Jahr, denke ich, wird sich da zukünftig einiges ändern. Und ich glaube, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, sich schon mal dafür aufzustellen. Also wir hatten vor 2 Jahren, Jan Theissen, der Chef von King Art, und ich, ein Panel auf der Buchmesse in Frankfurt vom Buch zu Game. Und das war ganz spannend, weil wir da auch so die Ersten waren, weil es auch bei der Frankfurter Buchmesse Bestrebungen gab, die Bereiche zu verlinken, was im Film schon öfter passiert ist, dass es eine kleine Minimesse gibt, Buch trifft Film. Wenn man sowas noch anders aufziehen würde, klar, warum nicht? Ja, ne? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das extrem vielversprechend sein wird. Sagen wir es mal so. Aber da haben wir das leidige Thema Kohle. Ohne Kohle gar nichts. Ne? Aber guck mal, wir haben in Deutschland eine sehr üppig ausgestattete Filmförderung. Ne? Also jedes Jahr 300 Millionen Euro, die für die Produktion von Filmen, Drehbüchern etc. pp. Da ist. Ne? Wenn die Games-Branche jetzt mit 50 Millionen im Jahr nachzieht, dazu haben wir noch diverse Fonds, auf die man zugreifen kann und natürlich auch... Die spannende Frage ist aber, wer kriegt die Kohle und wie setzt das ein?
Also als schönes Beispiel, dass die Zwerge ein Computerspiel wurden, war ein ganz großer Zufall. Mhm. Okay. Weil ich nämlich 2 Jahre lang durch Deutschland gereist bin, ja, mit der wunderbaren Unterstützung von Tom, der mir ganz viel geholfen hat dabei. Der liebe Herr Putzki. Ja. Genau, wir saßen bei ganz vielen Studios, die lustigerweise alle die Bücher kannten und alle zumindest Großteile davon Zwerge-Fans waren, aber gerade gesagt haben, oh, wir haben gerade Lizenz von Diddle gekauft, wir haben die gekauft, das heißt, die fanden das alle cool, hatten aber kein Geld, um irgendwas parallel zu entwickeln oder zu sagen, das machen wir einfach. Dass das Spiel entstanden ist, das Computerspiel, war so, dass einer von den Brettspielentwicklern, es gibt von die Zwerge auch ein Brettspiel, bei King Art arbeitet und Jan über den Tisch gefragt hat, sag mal, was machst du da? Ich entwickle gerade ein Brettspiel von die Zwerge, sinngemäß, und hat Jan gefragt, frag doch mal den Hals, ob die Computerspiellizenz noch frei ist. Ich bin also 2 Jahre lang ja, in die Gegend gereist, saß in vielen Büros, die mir alle sehr zugehört haben, und die haben gesagt, wir haben kein Geld. Und dann fragt der Kollege über den Tisch seinen anderen Kollegen, sag mal, frag mal den Hals, ob. Ja. Das ist wieder die Abteilung mit, wenn das im Buch stünde, wird es mir wieder keiner glauben. Ja. Und deshalb habe ich nämlich gefragt, wo geht das Geld hin? Ja. Wie kann man das so lenken, wenn es so kommt, dass damit auch neue Spiele entwickelt werden? Ja. Das ist halt eine Riesenaufgabe. Also tatsächlich diese 50 Millionen, die stünden gerade solchen Studios wie Deck 13, King Art und solchen Studios zur Verfügung. Ne? Und das muss ja jetzt alles erstmal kommen. Also man kann ja jetzt nicht schon das Fell des unerlegten Mäuserichs hier verteilen, ja, aber die Chancen sind sehr gut, dass es kommt. Und deswegen hier mein Appell und meine Bitte, stellt euch schon mal entsprechend auf, ja, dass ihr in der Lage seid, dann mit deinen ganzen großartigen Ideen was Cooles auf die Beine zu stellen. Also bin ja meinem Motto treu geblieben, Vorbereitet, bitte? Vorbereitet bin ich immer. Ja, sehr schön, sehr schön. So, jetzt kam hier noch eine Frage. Lieber Markus, bist du dieses Jahr wieder auf der Nordcon? Was ist denn das? Die Nordcon ist eine der größeren. Es ist die größte Convention. Ich bin gerade nicht mehr ganz auf dem Laufenden. Es ist die zumindest wahrscheinlich die größte in Norddeutschland. Es ist eine coole Spiele-Convention, die schon sehr lange stattfindet, über 20 Jahre, 25 Jahre, glaube ich. Ja. Dieses Jahr kriege ich aber nicht. Dieses Jahr, tut mir leid, keine Nordcon, da bin ich schon verplant. Ja. Aber ich war schon, ich glaube, 2002 war ich zum ersten Mal da. Mhm. Das war nämlich sehr cool, weil das damals die ersten waren, die einen No-Name-Autor, der ich im Jahr 2002 halt war, einfach mal gesagt haben, ich habe gefragt, kann ich bei euch mein Buch vorlesen? Dann habe ich gesagt, klar, komm vorbei, lies mal vor. Und deshalb gucke ich, dass ich mit wenigen Ausnahmen immer die Kurve gekriegt habe bisher nach Hamburg. Dieses Jahr wird es nichts, ist was anderes dazwischen gekommen. Aber ansonsten nächstes Jahr bestimmt wieder. Mhm. Wo kann man dich so als nächstes sehen? Wann sind deine nächsten Lesungen? Da ist noch gar nicht so viel geplant, weil wir mit der Lesereise erst in den Februar gehen, weil wir gesagt haben, wir machen da auch mal alles anders. Ja. Ansonsten klassische Buchmesse. Und das war es im Großen und Ganzen, glaube ich. Wenn ich es. Ah doch, Mera Luna Festival. Wer ist Mera Luna? Bei den Gruftis, da machen wir abends immer die Lesungen. Ach, echt? Ja, machen wir auch schon, ich glaube, über 10 Jahre. Aha. Das ist total abgefahren. Auch da ist mal wieder so, dass der Musikchef eigentlich ein Fan ist und gesagt hat, lass uns nochmal Lesung machen. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wie machen wir das auf dem Festival? Er hat gesagt, lass uns doch Freitagabend machen. Ist zwar Anreisetag, aber während des Samstag-Sonntag-Festival brauchst du das gar nicht mit anzufangen. Mhm. Ich dachte, ja gut, machen wir mal. Ist cool, ich kriege mein Festivalbändchen, was will ich mehr? Ja. Und ich habe mich tierisch gefreut, wenn er abends 200 Leute gewesen wären. Dazu muss man sagen, Mera Luna hat mehrere 10.000 Besucher. Meine Fresse. 25.000, glaube ich. Ja. Und wir stehen da in der Halle rum. Es sind immer 3 Autoren. Ja. Und sagen, naja, geht jetzt los. Und die Security sagt, wir machen jetzt auf. Und es kamen Menschen, es kamen Menschen, es kamen Menschen. Es hörte nicht mehr auf. Ja. Sodass wir auf Mera Luna immer vor 2.500 Mann lesen. Boah, was für eine geile Atmosphäre, ja. Also ich mache das ja jetzt ja schon länger, auch in Lesungen, und bin echt schwer aus der Fassung zu bringen, was das angeht. Aber wenn dein Gesichtsfeld halt nicht mehr ausreicht, die Leute zu sehen, und die kommen rein und es kommt immer mehr, und dann habe ich zum ersten Mal verstanden, warum Musikbands auf die Bühne gehen. Weil, wie du schon gesagt hast, ist es eine ganz andere Atmosphäre. Und wie gesagt, wir Gruftis, wir sind eh mal harmlos. Das ist gut. Überhaupt
die hören zu, die sind total nett, das ist perfekt. Aber als zum ersten Mal 2500 Leute vor mir gesessen haben und du so Lesungen hast, ich glaube so 50 bis 70 Leute normalerweise, da muss man einfach mal sagen, das war, da hatte ich Puls. Ja, das glaube ich dir. Ey. Da hatte ich Puls, Freunde. Puls. Habe ich immer noch. Ja, ja, aber das ist geil. Ich auch immer noch. Das ist geil. Wann ist das, das Festival? August. Pi mal Daumen. Ich glaube, 2. August-Wochenende. Ah ja, okay, gut. Also, ihr Lieben da draußen an den Empfängnisgeräten, aufgepasst und zugehört. Warte, lass mich stimmen. Ja. 10. August. 10. August, okay. 10. bis 12. Da stecken wir alle in den Gamescom-Vorbereitungen. Gehst du dahin? Wenn du... Nee, gehe ich nicht. So. Jetzt sehe ich mich gerade nicht mehr. Ich hoffe, du siehst... Ich sehe dich noch. Noch ist ja, alles gut. Discord macht Dinge, die ich nicht von ihm möchte. Ja, aber wenigstens macht Discord Dinge. Ich meine, Skype hat dich ja einfach hat dich ja einfach gelöscht. Ja. Ja. Was ist denn da wieder los mit den Amis? Ich weiß auch nicht. Hast du wieder fiese Sachen geschrieben, ne? Nur, die haben wahrscheinlich was von diesem Szenario mitbekommen. Ja. Hör mal, eine letzte Frage habe ich noch. Hast du... nee, wie formuliere ich das? Du hast eben mal gesagt, ich lese ja nichts. Ich lese ja nichts. Ich habe die Technik besiegt. Gut, gut. Sehr gut. Ich lese ja nichts, um den Kopf frei zu halten. Das ist korrekt. Das heißt, du... Ich korrigiere, ich lese nichts, was mit meinem Bereich zu tun hat. Keine Science-Fiction, keine Space-Fiction, keine Fantasy, kein... Also alles, wo mein Kopf sich reinhaken würde und sagen, gar nicht so schlecht. Vermeide ich. Na, interessant. Das fand ich auf Malle damals schon so faszinierend, weil ich immer gedacht habe, als Autor ist man gerade deswegen, weil man erfolgreich ist, ganz viel damit beschäftigt, immer zu gucken, was schreibt der andere, was macht der, wieso hier, was Trick, da. Also ich glaube, das ist kein Trick. Du bist ja mal dann gut, wenn du Dinge tust, die dir Spaß machen. Wenn ich jetzt anfangen würde, nach rechts und links zu gucken, zu sagen, oh, das Buch ist aber erfolgreich. Oh, was hat denn der gemacht? Oh, das interessiert mich alles nicht. Wichtig ist, dass ich meine Geschichte umsetzen kann. Ich glaube, dann sind die Leserinnen und Leser auch eher bereit, mitzugehen. Auch erstmal, das ist jetzt ein bisschen komisch, aber originell, auch wenn es im ersten Moment nicht so ist, wie das ich schon 100 Mal gelesen habe, es ist mal was anderes. Es ist jetzt kein Schnitzel, sondern ist irgendwie Pasta mit Pizza und sonst irgendwas. Ja, echt interessant. Womit verbringst du dann so deine Abende? Also wenn du mal ein bisschen Freizeit hast, was machst du dann? Mit dir zu sprechen zum Beispiel. Ach, schön, ja. Da weiß ich ja, wie die nächsten Wochen aussehen. Ja, das wird ja ein Fest. Nein, ich treffe mich mit real existierenden Freunden. Die habe ich tatsächlich. Das glaubt man kaum, auch wenn ich... Aber es ist so, ich kenne echte Menschen. Ja. Wir sitzen rum und erzählen auch dummes Zeug oder ich gehe auch mal ins Kino oder sonst irgendwas. Also ich habe durchaus ganz normale Abende. Okay, aber du bist jetzt kein Mensch, das würde mich zumindest wundern, der abends auf der Couch vor dem Fernseher versackt, ne? Das kann passieren, wenn ich so gegen 23 Uhr fertig bin mit allem. Das ist fein. Oder ich werfe hier doch die Playsy an. Ich habe hier eine wunderbare PlayStation rumstehen. Habe mich jetzt quer durch Assassin's Creed Origin gespielt. Ach, was ich ein sehr, 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 sehr gutes Spiel finde. Und habe sehr schnell festgestellt, dass es eine saudumme Idee ist, mit einem Flammenschwert in Umgebungen zu kämpfen, die brennbar sind. Ach, wie geil. Ja, sehr schön. Die Programmierer sind solche Archis, die haben da voll dran gedacht, du läufst durch die Gegend, bist stolz wie Hulle, weil du dieses super geile Artefakt hast, prügelst dich rum, dummerweise stehst du aber im Stroh oder neben diesen blöden Behältern mit griechischem Feuer und du brennst und bist tot. Ich habe so gelacht, als mir das beim ersten Mal passiert ist und es ist mir ständig passiert. Ich dachte mir, Alter, du lernst es nicht mehr, du stehst in einem blöden Strohhaufen. Ja. Ach, wie geil. Ich habe nicht mal eine Maske auf, aber das ist ein anderes Thema. Ich habe nur andere es spielen sehen. Weil zu Hause haben wir bisher nur eine PS3 im Einsatz, obwohl eine PS4 bei Christine steht. Aber ist noch nicht alle Spiele von der PS3 sind noch nicht durchgespielt. Ergo wird die PS4 noch nicht. Ich verstehe. Aber die arbeiten ja angeblich an der PS5, also beeil dich. Ja, aber ich habe vor ein paar Tagen noch gehört, die PS5 kommt erst in 4 Jahren. Ja, weißt du, wie viele Spiele es für die PS4 gibt? Boah. Ja, aber überleg mal, lassen die sich mal geschmeidige 6 Jahre Zeit. Es hat jetzt wieder geruckt, aber ich hoffe, man hört mich dann immer noch trotzdem. Ja, noch bist du da. Ich habe mir deshalb eine PlayStation gekauft, weil ich keinen Bock hatte, mir jetzt ja noch einen Rechner, weil die Grafikkarte zu lahm war und mein Monitor. Wir waren früher echte Zocker, allerdings waren wir mit die Tactical-Abteilung. Boah, wir hatten ja auch
guck, wenn alte Menschen wieder, wenn alte Menschen wieder, damals, ne, wir haben ja unsere Computer in Sporthallen geschleppt. Ja, das haben wir gemacht. Kabel. Das haben wir wirklich gemacht. Wir und ja es noch war Kabel. Geil. Es war so, so ja, geil. Sehr, es war, boah, sehr war das geil. Ja. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir diese Nächte durchgestanden haben. Also ich weiß gar nicht, wann es das letzte Mal passiert ist, dass ich so lange wach war, wie auf LAN-Partys. Nee, durchgehend wach war das Problem. Ja. Genau. Wirklich so morgens 10 Uhr ein leckeres Koffeinmixgetränk meiner Wahl. Ja. Ah, es war schön. Es war schön. Ja, wir alte Männer, ne? Heute ja. sitzt jeder wieder zu Hause bei sich rum. Ja, so ist das. So ist das. So ist das. Aber was kann man nicht alles Feines machen? Ne? Man kann Kartenspiele erfinden. Hm? Zum Beispiel. Sowas, ne? Also man kann auch, also entscheidend ist, ich habe keinen 9-to-5-Job, ich bin eigentlich immer kreativ. Das heißt, ja. ich kann jetzt denken, habe jetzt Feierabend, setze mich auf die Couch, setze mich blöd durch hm. und bei irgendeinem blöden Dingsi macht mein kleines Kreativzentrum. Das ist ja witzig. Daraus kann man bestimmt irgendwas machen. Ja. Und schon geht es wieder los. Zack, läuft der Motor. Ich muss mal gerade hier noch was gucken. Ich genau, schau mal. Deutscher Fantastikpreis. Das ist hier unten so nett versteckt. Ja, du hast den 2003, 5, 6, 7, 7, 7, 9, 10, 11, 12, 17 gewonnen. Meine Fresse. Ist ja Wahnsinn. Ja, es ist irgendwo jenseits von 11 oder so. Also insgesamt... Ja. Also mal mit, also mit dem Comic und so, das nehme ich aber nicht auf meine. Ja, das ist schon sehr cool. Da bin ich noch ein Standalone. Mal gucken, wie als nächster reinkommt. Also, wobei, das kann ich dir ja nochmal als Hausaufgabe mitgeben. Ja, du hast 2007 hast du den Preis für die beste Internetseite für deine Seite mahead.de gewonnen. Das war aber eine andere Website. Also das war nicht jetzt, das ist ja schon wieder neu. Ja, gut. Die ich jetzt gerade angeklickt habe, mahead.de, da könnte man auch mal wieder was dran machen. Weil ja. Mir passiert dir nämlich nichts, wenn ich da drauf gehe. Ist ganz du musst jetzt die Datenschutzerklärung anerkennen. Schwierig, schwierig. Es gibt einige Einblicke in meine Projekte, in mich, minimalinvasiv. Klick und schaut. Ja, es geht aber nicht. Da ist mach mal nix. Datenschutzerklärung. Ja, habe ich hier gar nicht. Ach, da, Datenschutzerklärung. Aber hallo? Ja, da ist sie. Ja, da ist sie. Du hast ja recht. Aber was kann ich denn? Nee, kann ich nur Fragen beantworten zur Datenschutzerklärung. Also, jetzt müsste Projekte freigeschaltet sein. Ah ja, stimmt. Jetzt kommt das. Ah, du, da hast du aber eine kleine Challenge reingebaut hier. Ja, du, ne? Ich lasse nicht jeden rein. Wollte ich sagen, das ist ja jetzt nichts. Ich bin ja ein Doorman. Boah, ja, du auch, ne? Habe ich lange dran gearbeitet. Ja, ja. Ein schöner Gag aus der Games-Branche ist, dass wir tatsächlich extrem viele ehemalige Türsteher in der Games-Branche haben. Ich wurde immer für Türsteher gehalten, weil wie ich ein bisschen breiter in den Schultern und wirst du, egal wo du stehst, immer für die Security gehalten. Ja, der Tom Putzki war Türsteher. Daniel, der jetzt auch gerade zuguckt übrigens hier, Mr. Fikes, war Türsteher. Ich war Türsteher. Der Lars Vormann, der Gamescom-Chef, war Türsteher. Ja. Ja. Also es gibt eine lange Tradition der Türsteher. Ich wurde mal für Türsteher gehalten. Ja, siehst du mal. Guck mal, und aus dir ist was geworden und ich schreibe immer noch an meiner dritten Kurzgeschichte. Ein Traum. Wenn es mal wieder länger dauert. Genau. Ist kein Wunder, dass ich ständig an Türen rumgestanden habe. So, ihr Lieben, lieber Markus, ihr Lieben da draußen an den Empfängnisgeräten. Genau, Björn Pankratz war auch Türsteher. Ja, das stimmt. Linda schreibt, ich auch, wenn auch nur ein einziges Mal. Linda, das zählt aber nur ganz, ganz... Und jetzt mit der Axt, die wird sie noch erfolgreicher als Türsteherin. Ja, das stimmt allerdings. Mit der Axt kannst du Türsteherin werden. Ja. Ihr Lieben, ich läute jetzt hiermit mal das offizielle Ende ein, damit der liebe Markus noch ein bisschen an seine Playsee kann und sich in Brand setzen kann. Nee, ich habe da drüben, das seht ihr nicht, aber mit voller Absicht, einen langgestreckten Wohnzimmertisch. Wie gesagt, du kannst... Da drüben liegt schon wieder das nächste Projekt. Oh. An dem werde ich noch ein bisschen rumdenken. Aber ja. Ach, wie geil. Oh, jetzt machst du uns natürlich alle neugierig. Ne? Na gut, aber lieber Markus, es war mir ein Richtfest. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Ich entlasse dich jetzt in den Abend. Wir haben die Zeit ja weggeplaudert wie nichts, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, ne? Total. Das sind 7,5 Stunden, ganz entspannt, aber... Ja, und
dabei haben wir noch über die Hälfte deiner Bücher und so gar nicht gesprochen. Das ist unfassbar. Ja. Also wir könnten wahrscheinlich, naja gut, wir machen im Oktober rund um unsere Geburtstage herum, würde ich sagen. Jawohl. Ne, machen wir einen schönen Leseabend und dann fällt uns ja mit Sicherheit noch das ein oder andere an zum zum Plauschen. Und ja, ihr Lieben da draußen an den Empfängnisgeräten, toll, dass ihr dabei wart. Markus, wir machen das hier immer relativ unspektakulär. Das heißt, ich schalte dich innerhalb meines Streams gleich einfach aus. Und dann kannst du hier bei Discord auflegen. Und ich laber dann hier noch so ein bisschen rum, spiele ein bisschen Musik ein. Und dann raiden wir noch, wie man das nennt. Das heißt, diese Community wechselt dann in einen anderen Streamer-Kanal. Und wir gucken noch, wo wir hingehen. Ne? Jawohl. Alles dann, klar. Dann hab ganz viel Spaß, wo immer ihr landet. Lasst euch den Wein. Ja? Alles klar. Und dann wünsche ich noch einen schönen Abend, gell? Vielen, vielen Dank. Toll, dass du dabei warst. Hab einen schönen Abend. In diesem Sinne, ich schalte dich offline. Ciao. Tschüssi. So. So, Markus, du hörst mich zwar jetzt noch, aber du bist nicht mehr zu sehen und zu hören. Jetzt gucke ich auch nicht mehr in diese Kamera, sondern sage vielen, vielen Dank. Ihr Lieben, wir können jetzt mal gucken, wo wir hinmarschieren. Hat jemand von euch einen Raid-Favoriten? Wir könnten ja zum Beispiel mal zum lieben Steinraclette gehen. Ja, der war ja am Sonntag hier bei uns. Ich kann jetzt leider gerade auf meinem Kanal nicht wirklich gucken, wer online ist. Mikey, hast du einen Vorschlag, wo wir hingehen können? Ach, guck, ich kann in der Twitch-App gucken. Na, das ist doch super. Ach, guck mal hier. Wisst ihr, wo wir hingehen? Wir gehen zu German Brownie. Der liebe German Brownie, der liebe Björn, der will nämlich auch demnächst hier ins Interview kommen. Deswegen mache ich mal Raid German Brownie. So, ihr Lieben, der Raid ist gestartet. Ich sag auch danke und schön, dass ihr dabei wart. Lieber Mike, wieder vielen Dank fürs Aufpassen. Liebe Vivi, vielen Dank fürs Aufpassen. Habt einen wunderschönen Abend. Ich drücke euch, verschwinde jetzt eine Woche lang im Kurzurlaub und melde mich dann Ende nächster Woche wieder zurück. In diesem Sinne, bis dann.